Hallo und herzlich willkommen hier zur neuesten Ausgabe des Telestammtisch. Das hier ist Ausgabe 25. Ausgabe 25 ist in Erfurt passiert, im Planet Comics Erfurt, und wir hatten da ein Podcast-Frühstück. Was das ist, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Aber bevor wir hier in die Details gehen, möchte ich mich, glaube ich, erstmal entschuldigen. Denn ihr musstet jetzt eine ganze Zeit auf eine neue Ausgabe warten. Ihr habt vielleicht mitgekriegt, dass da jetzt zuletzt vor allem viele Filmkritiken kamen und da vielleicht auch einiges im Hintergrund passiert ist. Genauso war es auch, und da möchte ich euch einfach mal kurz auf den aktuellen Stand bringen. Ich habe viele, viele Neuerungen am Telestammtisch vorgenommen und ein bisschen herumgedoktert, die Formate ausgebaut und vor allem auch die Kollegen, die wir regelmäßig zu Gast haben, also die Filmkritik-Kollegen insbesondere, eben auch noch ein bisschen ausgebaut und so quasi die Crew ein bisschen erweitert. Ab Januar, das kann ich euch versprechen, kommen die regulären Ausgaben des Telestammtisch wieder regelmäßiger, weil ich mich dann eben ein bisschen systematisierter an die ganzen Sachen rantrauen kann und ich da auch ein paar neue Konzepte am Start habe. Ihr könnt dann weiterhin mit jeder Menge neuem Comic-Content rechnen. Ihr könnt davon ausgehen, dass die Interview-Specials auch en masse kommen werden und eben die bereits angesprochenen regulären Ausgaben. Eine ganz große Besonderheit, die sich ergeben hat, ist, dass die Filmkritiken inzwischen an einem eigenen RSS-Feed für euch bereitgehalten werden. Das heißt also, in dem RSS-Feed, den ihr bereits jetzt in eurem Podcatcher drin habt, werdet ihr diese Filmkritiken nicht mehr bekommen. Wer also Interesse hat, diese Filmkritiken weiterhin zu verfolgen, der muss einfach den neuen RSS-Feed adden. Das ist überhaupt kein Ding. Ihr wisst ja, wie das funktioniert. Mal davon abgesehen, dass dieser Feed in seiner Gesamtlänge, die komplette URL, hier auch in den Shownotes drin ist, könnt ihr den auch bereits jetzt bei iTunes und Co. finden. Ihr findet den einfach auch in den Shownotes aller Ausgaben der letzten Wochen. Da gibt's überhaupt keine Herausforderungen, die ihr zu meistern habt. Ist quasi ein zweiter RSS-Feed nur für die Filmkritiken. Ihr müsst diesen Feed eben in eurem Podcatcher adden. Ihr kennt das alles. Ist ja nicht der erste Podcast, den ihr edit. Und falls ihr auf Spotify uns verfolgt, dann müsst ihr uns einfach nur nochmal suchen. Den Telestammtisch, die Filmkritiken und dort eben auch folgen, ist quasi dort ein zweiter Podcast, wenn man so will. Wer uns auf YouTube verfolgt, der weiß eigentlich, dass das auch so bleibt, wie es ist. Da passiert gar nichts. Da könnt ihr weiterhin einfach auf die Links klicken. Ihr könnt weiterhin den Kanal von geekwhisper.de abonnieren und habt da eben auch die Möglichkeiten, sämtliche Ausgaben, egal ob es Filmkritiken sind oder andere Formate, weiterhin dort zu hören. Auch auf den Social-Media-Plattformen bleibt alles wie gewohnt, da werde ich immer alles überall teilen. Was genau ist jetzt eigentlich passiert mit den Filmkritiken? Ich habe einfach die Crew ein bisschen ausgebaut. Ich habe quasi eine Ausschreibung gemacht und mal gefragt, wer Bock hätte, für uns in Presseverführung zu gehen oder einfach generell über Filme zu sprechen. Und zwar regelmäßig. Und da haben sich jede Menge tolle Kollegen gemeldet, die ihr zuletzt eben auch schon in den Filmkritiken hören konntet. Wer das ist, hört ihr am besten einfach mal selbst, da gehen wir jetzt nicht so ins Detail. Ja, und die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt hier regelmäßiger eben mit uns über Filme sprechen werden, die gehen bundesweit in Presseverführungen, die schauen sich zu Hause Filme an vorab, die wir zur Verfügung gestellt bekommen, und dann reden wir da einfach drüber, und zwar auf die gewohnt entspannte Art und Weise. So ist sehr, sehr viel neuer Content bereits zusammengekommen. Ich habe schon circa 20 Filmkritiken am Start und wir haben locker bis Ende Januar, Mitte Februar vielleicht sogar schon mehrere Ausgaben quasi fertig besprochen, über quasi auch alle relevanten Filme, die so in dieser Zeit anlaufen. Es kommen eben wöchentlich Besprechungen und das Ganze immer einer zusammengefassten Folge, wo ich mehrere Filmbesprechungen zusammenschneiden werde. Da könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen. Und wer Bock hat, der kann eben sich auch immer nochmal bei mir melden. Diese Crew ist noch lange nicht fertig. Da gibt's also noch auf jeden Fall Personalbedarf. Und wenn ihr Bock habt, bei euch in der nächstgrößeren Stadt Filme zu gucken, in Presseverführungen, wenn ihr Bock habt, zu Hause euch Filme anzuschauen, vor dem offiziellen Kinostart und diese dann mit uns zu besprechen, dann meldet euch einfach mal. Ich habe da sehr viele Möglichkeiten, euch Filme vorab zukommen zu lassen. Insbesondere hat sich jetzt herausgestellt, dass ein Kollege, der Daniel, den ihr jetzt schon gehört habt, bei Bumblebee, Aquaman und bei Mortal Engines, dass der quasi ein eigenes Subformat bekommt. Der gute Mann, der weiß nämlich, wovon er spricht, und der hat richtig Bock und der hat auch schon mehrere Ausgaben vom sogenannten Single Cast aufgenommen, indem er sich einfach selbst zu Hause hinsetzt und uns bis zu 20 Minuten lang von einem Film oder einer Serie berichtet und da ausgiebig seine Meinung und seine Ideen dazu eben darlegt. Das finde ich ziemlich geil und deswegen bekommt er das jetzt auch regelmäßiger in diesen Filmkritiken. Zu den weiteren Formaten kann ich auch schon ein bisschen was anteasen. Ihr könnt euch auf geile Interview-Specials freuen, und zwar richtig geile Interview-Specials, die bei mir ja häufiger, und das habt ihr eigentlich im Laufe der letzten Monate und Jahre mitbekommen, ja auch immer einen krassen Comic-Content haben. Ja? Also insbesondere werden wir uns, so viel kann ich schon sagen, sehr ausgiebig mit echten Spider-Man-Fans
ja quasi zusammensetzen und da eben auch skypen und da sehr ausgiebig und sehr nerdig und detailverliebt über Geschichten von und über und mit Spider-Man plaudern. Und das sind dann halt auch schon so ältere Sachen. Ich kann mir vorstellen, dass das echt arg nerdig wird, aber dadurch auch ein bisschen geil. Und Spider-Man ist ja eine Figur, die, da gibt es eine Menge Sachen zu erzählen, gerade nachdem jetzt auch beide Schöpfer, also Steve Ditko und Stan Lee, leider verstorben sind, finde ich, ist das der optimale Zeitpunkt, sich diese Figur eben auch noch ein bisschen genauer anzugucken, als das, was man in letzter Zeit so an anderen Beiträgen zu dieser Figur findet. Außerdem könnt ihr euch freuen auf mega geilen Content aus München, beziehungsweise zum Comic-Festival in München, das ich natürlich nächstes Jahr auch ansteuern werde. Ich werde vor Ort sein, werde wieder massig Interviews führen, das ist der große Plan. Und wenn alles schief geht, moderiere ich da auch eine Handvoll Abendveranstaltungen, die ich, wenn ich das auf die Reihe kriege, alle mitschneiden werde und euch natürlich zur Verfügung stelle. Da könnt ihr euch auf hochwertigen, deutschsprachigen Comic-Content freuen. Ja, und zu guter Letzt haben wir natürlich noch diese regulären Ausgaben, quasi das Hauptkernformat, das leider in letzter Zeit ein bisschen gelitten hat hier beim Telestammtisch. Und das tut mir schon auch in der Seele weh, weil, ihr wisst ja, ich habe auf Twitter so eine Art Leitbild oder Ziele des Podcasts gepostet. Und ein großes Ziel des Telestammtisches ist einfach auch das Netzwerk. Ich möchte einfach Leute zusammenbringen, insbesondere Nerds und Geeks häufig, die da einfach mal persönliche Kontakte schließen wollen. Und das haben wir jetzt schon sehr erfolgreich getan über eben diese Skype-Konferenzen, aber auch entsprechend mit Einbußen bei der Soundqualität. Ich möchte vermehrt den Telestammtisch eben auch live machen. Nicht mal unbedingt jetzt mit Publikum, sondern aber einfach nur vor Ort, irgendwo bei jemandem zu Hause, in der Kneipe, in einem Restaurant oder vielleicht auch im Park. Mal schauen, was sich da so ergibt. Und da einfach Technik mitschleppen. Wer Bock hat, kann dann eben teilnehmen und wie immer seine Themen selbst mitbringen. Wir plaudern dann eben einfach zusammen. Ich habe dann die Headsets am Start, ich habe das Aufnahmegerät am Start und da wird dann so richtig doll losgeplaudert. Und naja, also ich hoffe einfach, dass wir das jetzt eben hier viel häufiger live machen können mit so direkter Interaktion zwischen den Leuten. Und ich habe die Hoffnung, dass ich daraus dann doch echt ein paar ganz geile, coole Gespräche unter Nerds ergeben. Das Konzept des Telestammtisch selbst bleibt bestehen. Es wird weiterhin so sein, dass der Telestammtisch eine offene Runde ist, an der wirklich jeder teilnehmen kann. Im Zentrum stehen generell Hobbys, aber Hobbys können wirklich viele Sachen sein. Das müssen nicht nur Comics und Filme sein, das kann auch Musik sein. Wir hatten ja schon Fotografen am Start. Wir hatten schon Leute dabei, die sich mit uns über ihre wirklich sehr individuellsten Hobbys unterhalten haben. Und wenn ihr eine schicke Briefmarkensammlung habt oder wollt euch mit uns über euren lokalen Sportverein unterhalten, dann macht das bitte. Ihr seid herzlich eingeladen, hier mal beim Telestammtisch vorbeizuschauen. Jeder kann da wirklich teilnehmen, da gibt es gar keine Begrenzung, keine Altersbegrenzung. Wer da so ein bisschen Mut mitbringt, und selbst den braucht man eigentlich nicht, der ist herzlich willkommen hier beim Telestammtisch. Schreibt mich da einfach mal an, ihr wisst, wie ihr mich erreichen könnt. Gut, fassen wir es kurz zusammen. Es gibt zwei wesentliche Highlights. Es gibt einen neuen RSS-Feed für die Filmkritiken, wo ich mich freuen würde, wenn ihr auch diesen abonniert, da die Abozahlen also ein bisschen steigen. Ihr findet uns bereits in allen erdenklichen Podcast-Verzeichnissen inklusive iTunes. Wer uns auf Spotify folgt, möchte bitte jetzt eben auch den Filmkritiken folgen, um diese weiterhin mitzukriegen. Und die zweite große Neuerung ist, dass es eben mega viel neuen Content geben wird, das schon richtig, richtig viel vorbereitet. Und ich glaube, da kriegt ihr wieder stundenlang in kleinen, aber feinen Häppchen geile Podcasts auf die Ohren. Nun gut, jetzt kommen wir eigentlich mal zur Ausgabe 25, die jetzt eben hier ansteht. Ich hatte das Glück, nach Erfurt zu fahren und dort insbesondere ins Planet Comics. Das Planet Comics ist ein Comic-Café, wo man natürlich auch Comics kaufen kann, aber vor allem kann man dort eben auch frühstücken zum Beispiel, man kann dort Kuchen essen und eben auch Kaffee trinken. Und der Ed vom Planet Comics, das ist der Chef dort, der organisiert ja auch schon den Comic-Park in Erfurt, eine ganz tolle Veranstaltung, die ihr beim Telestammtisch auch schon ein paar Mal kennengelernt habt. Jo, und ich hatte eben, wir haben dort einfach mal so ein Podcast-Frühstück gemacht, ja. Das haben sich also so eine Handvoll Leute getroffen, hingesetzt und einfach mal drauf losgeplaudert. Und es ging, ha, Überraschung, um Comics. Da haben wir nebenbei Kaffee getrunken, ein bisschen was gegessen und einfach mal so geplaudert, weil ich hier einfach mal aufzeigen möchte, was für Gespräche in so Comicläden stattfinden und was man verpasst, wenn man Comicläden einfach immer nicht besucht. Zu Gast waren Stammgäste, die hatte ich quasi vor Mikro. Ich hatte das Personal natürlich am Start, die haben mir da ein paar Auskünfte gegeben zu aktuellen Reihen und auch Podcast-Kollegen waren dabei. An dieser Stelle auch nochmal ein Grüß an alle Beteiligten, insbesondere eben hier auch an Steffen und Kati von diversen Podcast-Projekten, die ich jetzt alle gar nicht aufzählen kann.
Und da habe ich einfach mal das Mikro draufgehalten und viel mitgeschnitten, so Gespräche versucht zu moderieren. Ihr merkt dann schon, an der einen oder anderen Stelle haben wir Pausen gemacht. Da habe ich dann Sachen anmoderiert für das Folgegespräch, das dann so in dem Sinne gar nicht mehr stattgefunden hat. Ja, also verzeiht's mir, wenn da vielleicht das so ein bisschen chaotisch wirkt, aber ich glaube, ihr merkt, wie sympathisch das einfach auch gewesen ist, wie toll die Stimmung war und wie angenehm letztlich eben auch. Und das ist eben auch so ein bisschen das, was ich da vermitteln möchte. Wenn man in Comicläden geht, dann kann man da nicht nur Comics kaufen, man kann da eben auch ganz tolle Gespräche führen und sich mit Gleichgesinnten treffen. Das ist was, das man immer seltener findet. Selbst im Internet, finde ich, kann man so... Die Social-Media-Plattformen sind nicht für Detailgespräche geeignet. Du findest auf Facebook niemanden, der mit dir ausgiebig über Inhalte von Comics spricht. Das gibt's nicht so oft. Das geht face-to-face deutlich besser, finde ich. Das Panini-Forum schön und gut, aber selbst das stirbt ja jeden Tag ein bisschen mehr. Und insofern geht mal in die Comicläden. Die haben leider gerade echt ein bisschen krass zu kämpfen, müssen vor den großen Konkurrenten im Internet da echt ein bisschen zusammenzucken, weil es natürlich komfortabel ist, von zu Hause aus die Comics zu bestellen. Aber es geht dabei eben auch eine Menge verloren. Preislich, gut, da muss man sowieso unterhalten, kosten die ja eigentlich letztlich überall dasselbe aufgrund der Buchpreisbindung, aber eben diese Gespräche, auch insbesondere mit dem Personal, das wirklich geschult ist und auch weiß, was es dort verkauft, habt ihr einfach nicht, wenn ihr das online bestellt. Nun hört mal rein, was wir hier gemacht haben beim Planet Comics in Erfurt beim Podcast-Frühstück. Ich würde mich freuen, von euch ein bisschen Feedback zu bekommen. Ihr wisst wie immer, auf Facebook, Twitter, Instagram, beim YouTube-Upload oder eben via Mail könnt ihr mich am allerbesten erreichen. Ihr könnt auch gucken, ob ihr irgendwo diesen ominösen, geheimen, versteckten Internetblog findet vom Telestammtisch und da auch Kommentare hinterlassen. Ja, nun gut. Und jetzt erstmal viel Spaß bei ja, der Gesprächsrunde im Planet Comics in Erfurt. Bis dann. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zu einem Experiment. Wuhu! Wir haben Weihnachten, also genau genommen haben wir heute den 22.12.2018. Das ist ein Tag wie viele andere, aber vielleicht doch ein bisschen ein besonderer Tag, denn wir sind heute hier im Planet Comics in Erfurt. Und Planet Comics in Erfurt ist ein Laden, der wird betrieben von jemandem, den ich kennengelernt habe, beim Erfurter Comic Park. Ein junger Mann, der hier versucht so ein bisschen ja die Comic-Szene hochzuhalten und offensichtlich auch jede Menge Herzblut in Comics und alles drumherum steckt. Den haben wir heute am Start und den haben wir heute eben auch überreden können, dass wir heute ein bisschen Technik aufbauen und uns hier versammeln, um ein bisschen über was eigentlich zu sprechen. Das werden wir noch sehen. Das ist wie gesagt ein großes Experiment und ich frag mal so. Hallo, ich bin der Andi. Wer seid ihr? Hallo, ich bin Ed und ich betreibe hier den Comic-Laden quasi. Vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Ich habe den Kaffee schon neben mir stehen und ich werde auch gleich zuschlagen. Und wir werden auf jeden Fall mal kurz auch zum Planet Comics zu sprechen kommen. Ich will unbedingt wissen, was das ist, hier dieses Konzept, wie das so läuft und ob ich Angst haben muss, dass wenn ich einen Kaffee trinke, da aus Versehen einen Kaffee auf den Comic kippe, ob das ein Problem ist. Da werden wir auf jeden Fall drüber sprechen. Wer bist du? Ja, hallo, ich bin der René und ich wohne hier. Zumindest fast den zweiten ja, Wohnsitz hier schon angemeldet. Das stimmt, das kann man fast sagen. Er ist sehr oft hier, fast jeden Tag. Mhm. Und ja, sehr angenehmer Zeitgenosse auf jeden Fall. Kennt sich sehr gut aus mit Comics. Arbeitet im Kino, kennt sich halt auch bestens mit Comic-Verfilmungen, alles, was dazugehört, aus. Ja, und ich freue mich mal, wenn er hier ist. Genau. Wie sieht es so aus? Gibt es hier viele Comic-Veranstaltungen in Erfurt oder ist mir die erste letzte Zeit, sind die mir eben erst so aufgefallen? Gibt es vieles? Fühlst du dich hier heimisch als Comic-Fan? Also jetzt mit dem Comic Park, der jetzt vor 2 Jahren gestartet hat, fühle ich mich auf jeden Fall schon mehr heimisch als vorher. Mhm. Also es war immer so relativ mau, was Comic-Veranstaltungen anging. Mhm. Und deswegen bin ich schon froh, dass das jetzt hier so entstanden ist. Okay, cool. Mega. Und dann habe ich auch 2 Podcast-Kollegen am Start. Hi. Hi, ich bin die Kathi, ich bin die Freundin vom Nerd. Hallo, und ich bin der Steffen, ich bin der Freund von der Freundin vom Nerd und wir kommen vom Nerd-Nerd-Nerd-Podcast. Hallo. Voll cool, dass wir uns mal persönlich kennenlernen, nachdem ich natürlich schon geraumer Zeit auch vieles von dem, was ihr so macht, auch höre. Was hat euch denn jetzt hier bitte nach Erfurt verschlagen? Ja, du wohntest mal hier. Ich stamme von hier, ich bin hier geboren und meine Eltern wohnen immer noch hier und weil es ja jetzt doch auf Weihnachten geht, haben wir gesagt, besuchen wir die mal. Und als das schon alles in Sack und Tüten war, lasen wir, dass heute hier das Podcast-Comic-Frühstück ist und haben wir gesagt, na dann gehen wir da hin. Ja, genau. Ja. Super geil, ist mir eine Riesenehre, dass ihr mich euren Eltern vorzieht. Also das finde ich großartig. Wir sind jetzt einkaufen für das große Fressgelager am Wochenende. Genau. Wir müssen dann nachher bloß beim Tragen helfen, aber wir müssen uns nicht durch den vollen Supermarkt quetschen. Das ist eigentlich sehr schön so, ja. Das ist eine gute Alternative zu dem auf jeden Fall, ja. Verbinde uns ja vieles. Erfurt ist ja auch meine Heimatstadt, ich bin hier aufgewachsen und ist natürlich jetzt auch gerade mit dem Weihnachtsmarkt hier ein internationaler Hingucker. Also wahrscheinlich so einer der Touristenmagnete, die Stadt so hat. Habt ihr schon die Gelegenheit gehabt, da mal drüber zu schlendern? Wir waren gestern Abend da,
haben viel geguckt und sehr viel gegessen auch. Ne? Ja, ja, also ich seit langem mal wieder. Ich habe eine Zeit lang in Stuttgart gearbeitet und im Einzelhandel, da kommst du einfach nicht auf andere Weihnachtsmärkte als auf denen in der Stadt, in der du bist. Und deswegen war es sehr schön, jetzt mal wieder auf dem Weihnachtsmarkt hier zu schlendern. Vor allem, weil es hier dieses geile gezupfte Schwein gibt. Ich muss da jetzt mal Werbung für machen. Das ist einfach nur saulecker. Was ist denn das gezupfte Schwein, bitte? Das gibt es auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Domplatz, ja. Direkt in dieser ersten Fressreihe. Und das ist 24 Stunden in Soße gegartes Schwein. Das also fällt auseinander. Ja, genau. Pulled Pork. Ja, genau, okay. Pulled Pork im Prinzip. Wir haben, glaube ich, dann so eine riesige Zuckerwatte noch gekriegt. Und ja, genau. Und es war sehr geil. Toll. Es war sehr toll. Ja, genau. Und ja, es ist einfach schön. Wir waren auf dem Riesenrad und haben uns das von oben angeguckt. Ja. Ja, das ist wirklich toll. Das ist schön. Ja, auch den Dom mal so von relativ weit oben gesehen, das hat man ja sonst nicht. Fast so. Aus Augenhöhe. Ja. Mhm. Das ist schon ganz cool. Gerade auch die Kulisse so generell. Das muss man yeah. sagen. Erfurt bei Nacht ist echt, der Hammer. Also Leipzig, wo wir jetzt aktuell sind, ist nicht so hübsch. Nee. Okay. Jetzt haben wir die ganzen Leipziger, aber das ist leider so. Ja, und mega nice. Und gerade weil ihr Leipzig eben auch ansprecht, wir hatten jetzt vor kurzem, also kurz vor im Vorgespräch schon mal drüber geplaudert. Ihr hattet ja gleichzeitig zu einer Veranstaltung, die hier in Erfurt gewesen ist, zu der wir auf jeden Fall auch nochmal ein Fazit von eurer Seite aus hören wollen. Ihr hattet den Comic Garten in Leipzig, eine Veranstaltung mit Künstlern, die dann teilweise am Folgetag in Erfurt waren und andersrum. Mhm. Auch Künstlern, die ich persönlich auch schon kenne, also viele tolle Leute eben dabei, unter anderem Sascha Dörp hattet ihr, glaube ich, auch zum Beispiel da. Also da bin ich mal gespannt, was ihr vielleicht auch darüber nochmal zu berichten habt. Vielleicht mal so ein Fazit, nachdem alles so ein bisschen gesagt ist. Aber was mich natürlich auch als Fazit jetzt hier mal interessieren würde, ist bei dir, Ed, wie einfach so der Comic Park lief. Ich war eben da und hatte jetzt so meine persönlichen Eindrücke, fand es ein bisschen sehr geil und deswegen wollte ich mal wissen, wie das für dich aus Veranstaltersicht war. Generell vielleicht zuallererst die Frage, ich weiß noch genau, dass wir uns beim ersten Comic Park hingesetzt haben, haben uns hingestellt und da hieß es, oh, EGA, das könnte schwierig werden mit der EGA, dass wir da vielleicht gar nicht mehr dahin können und die Hallen renovierungsbedürftig und so. Ja. Und jetzt hat es doch wieder dort funktioniert. Ja, das stimmt. Es war ja auch noch mal wieder ein bisschen kritischer geworden, weil sie wieder eine Halle weniger hatten zur Verfügung. Also wir konnten diesmal nur die einzige Halle, die sie noch haben, nutzen. Also man kann die Veranstaltung nicht nur Outdoor machen. Man braucht schon auch für die Händler, für die Zeichner, alles, was jetzt empfindlich ist, braucht man schon eine Halle. Und also der EGA gehen halt langsam die Hallen aus. Wir haben uns natürlich trotzdem gefreut, dass wir die Halle 1 nutzen konnten. Und irgendwie hat es ja trotzdem funktioniert. Also wir hatten zwar einen Tag schlechtes Wetter, aber im Grunde war es okay. Also die Besucher haben es trotzdem gut gefunden. Und der Termin für die dritte Ausgabe steht ja auch schon, ne? Ja, wir sind jetzt wieder im Frühling, und zwar Ende April. Was jetzt auch dem Comic Garden in Leipzig wahrscheinlich wieder ein bisschen besser geht dadurch, dass wir nicht auf demselben Wochenende liegen. Das war auch wirklich aus Versehen. Tut mir auch sehr leid irgendwie, dass wir da diesen Termin Überschneidung hatten. Das war ein bisschen blöd. Also jetzt sind wir jetzt wieder im Frühling und ich hoffe, dass wir dann auch da bleiben werden. Es liegt halt wirklich immer an der EGA. Wir müssen uns ja nach denen richten, wie die Halle benutzt wird. Und das ging halt dieses Jahr leider nur im September. Aber nächstes Jahr sind wir wieder im Frühling und da passt ja auch ganz gut vom Vom Wetter hoffentlich auch ein bisschen. Ja, vom Wetter her weiß man nie, kann man eh nicht planen. Frühling aber, halt. Genau, der Frühling, ne, da entfaltet ja die EGA auch sein ganzes Potenzial. Und, ohne Frage. Mal schauen, wie es wird. Genau. Ja, und so selbst, bist du zufrieden? Ist alles so gelaufen, wie es war? Gab es viele Tote? Bisher noch nicht, also erstaunlicherweise. Ja, was heißt zufrieden? Also ich finde es schön, wenn es allen gefällt. Das ist ja auch Sinn und Zweck der ganzen Sache gewesen, auch beim ersten Mal, auch beim zweiten Mal. Dass alle, die irgendwie beteiligt sind, die Aussteller, die Künstler, die Fangruppen, die Besucher natürlich, die EGA und wir, dass wir einfach ein schönes Wochenende haben in und um und mit illustrierter Literatur und allem, was mehr oder weniger dazugehört, das war eigentlich auch so. Die finanzielle Geschichte war, ich sag mal, der Comic Park war ein bisschen teurer als der erste und vom Besuchern her und von den Einnahmen hat es nicht ganz so gepasst, aber das ist schon okay. Irgendwie haben wir es trotzdem hingekriegt. Alle wurden ausgezahlt, die beteiligt waren. Und wir machen es einfach wieder und gucken halt, dass es wieder ein schönes Wochenende wird. Ja, ist auch cool. Du hast dann ja anscheinend, ich weiß, dass du in Erlangen gewesen bist zum Beispiel, habe ich vorhin gesehen. Und ich glaube, du hast auch die eine oder andere Veranstaltung, das kann man ja auch ganz schön verfolgen, wenn man euch auf Social Media folgt, wo ihr immer so hinfahrt und so. Ich glaube, du hast einen guten Überblick, was andere Veranstaltungen auch in Deutschland geht. Ja, also wir haben uns im Vorfeld vor dem ersten Comic Park auch sehr intensiv beschäftigt mit den Veranstaltungen, die es gibt. Wir waren halt in Leipzig, sind wir jedes Jahr bei der Buchmesse. Wir waren in Stuttgart bei der ersten Veranstaltung, bei der ersten German Comic Con. Erlangen natürlich ist obligatorisch immer, alle zwei Jahre.
Und da kriegt man halt auch ganz guten Blick drauf, so was wollen die Leute sehen, was interessiert die Leute. Man kommt mit Künstlern ins Gespräch, man trifft Zeichner, Verlage. Und wir haben da sehr viel recherchiert. Und natürlich auch bei dem Veranstaltung, wo wir nicht waren, haben wir geschaut, wie kommen die an, wo gibt es Probleme. Es gibt ja einige Cons, wo es sehr viele Probleme gibt. Und das haben wir natürlich auch recherchiert. Dass wir die Sachen halt einfach nicht machen, die dann auch bei Unmut, zu Unmut führen bei den Besuchern. Mhm. Und da steckt schon sehr viel Arbeit drin. Ja. Und ist aber meiner Meinung nach wichtig. Weil, also von alleine weiß man ja gar nicht so irgendwie, worauf kommt es an, was wollen die Leute sehen. Und vor allem auch, welche Region kannst du gut abdecken? Also hast du teilweise eben so ein bisschen auch Überschneidung. Ich bin mega beeindruckt, dass es dann ja tatsächlich doch jetzt verschiedene Comic-Veranstaltungen gibt. Und das muss man nicht immer Con nennen und das muss auch nicht immer gleich ein Riesenpark sein. Wir haben beispielsweise vor kurzem ein Interview geführt mit den Jungs aus Bordesholm. Die haben da das erste norddeutsche Comic-Fest gemacht. Ja, ich finde sowas halt super cool, weil du halt auch einfach mal einen Tag eine Runde Comics, das muss nicht immer gleich das Riesending sein, wo die Megastars anreisen. Ja. Dann einfach mal eine Szene und eine Community, die sich treffen kann. Ja. Finde ich großartig. Wie sieht aus? Ist München für dich ein Thema? Also auf jeden Fall. Wir haben ja nun die beiden Mitveranstalter kennengelernt, den Heiner und den Rainer. Die waren ja zum Comic Park dieses Jahr dabei und haben die Olivia Fehweg-Ausstellung mitbetreut. Und die haben uns natürlich auch schon eingeladen, dass wir auf jeden Fall vorbeikommen sollen. Und ich denke, dass wir das auch machen werden. Also da führt, glaube ich, gar kein Weg dran vorbei. Es ist ja auch die Wechselveranstaltung zu Erlangen, sodass man quasi einmal im Jahr wirklich eine schöne Comic-Veranstaltung auch hat. Und die werden wir auf jeden Fall besuchen. Nice. Ja. Nice, du bist ja auch am Start, habe ich gehört. Ich habe gehört, du hast da sogar einen sehr großen Auftritt. Ja, müssen wir mal gucken. Also grundsätzlich schon, wie das halt so mit den Details ist und was man da so rausrücken kann. Okay. Aber es scheinen tatsächlich 4 Abendveranstaltungen zu geben. So eine Art Podiumsdiskussion mit Gästen. Die groben Oberthemen habe ich schon, sonst niemand. Mal gucken, ob die Heiner und Rainer auch gefallen. Das müssen wir noch absprechen. Okay. Aber wenn alles klappt, könnt ihr hochkarätige Gäste erwarten. Ich habe ein paar ganz tolle Themen parat und ja inzwischen auch Kontakte. Also zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass das Thema Veranstaltungen in Deutschland, Comic-Veranstaltungen in Deutschland nochmal eine große Rolle spielen wird und wir da zum Beispiel auch Veranstalter mit auf die Bühne holen. Das müssen wir mal gucken, auch wie deren Interesse ist und vor allem deren Anwesenheit. Das Thema Indie-Comics wird auf jeden Fall eine Rolle spielen, ist klar. Da haben wir ja nun, wie wir hier sitzen, glaube ich, alle ganz guten Draht inzwischen. Yeah. Und viele weitere tolle Sachen. Ja, Details werden sich noch zeigen. Verstehe. Wie sieht es eigentlich bei dir aus? Bist du jemand, der dann auch bei den Live-Veranstaltern, also bei so Comic-Action dabei ist und bei Comic-Dingern irgendwie, oder bist du eher so der stille Leser? Nein, ich bin nicht nur so der stille Leser. Ich versuche schon, alles mitzunehmen, was geht. Also jetzt generell Comic Park helfe ich zum Beispiel bei der Bühne mit, so als ein weniger Statist, so mehr die Technik der Durchführung mit ein bisschen unterstützen. Ja, ansonsten nehme ich hier jedes Event jetzt, jede Lesung eigentlich mit, wenn ich Zeit habe. Mhm. Das ist ja auch klasse hier im Planet Comics, geht das immer nur von außerhalb mit, ist viel, ne? Was war zuletzt? Was hat dir am besten gefallen? Zuletzt, also am besten gefallen hat mir bis jetzt wirklich so Olivia Fehweg, ihre Werkstatteinblick. Fand ich sehr interessant. Ja, was hat sie da gemacht? Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen? Ja, also sie hat halt eine Präsentation gezeigt und dazu erzählt, wie jetzt ihre Comics eigentlich von der Idee bis zum fertigen Book so entstehen. Und das war sehr interessant, so von der Durchführung her auch. Danach gab es noch eine schöne Autogrammstunde, natürlich schön gesellig zusammengesessen, noch ein bisschen sich unterhalten. Es war schön, kleiner Kreis. Also es sind keine überfüllten Hallen hier, ist ja nicht möglich und deswegen ist es alles so ein bisschen so leichtes familiäres Ambiente, kann man schon sagen. Ja, ist ja auch toll, die Olivia macht ja nicht nur großartige Signaturen auch in die Hefte mit rein und dann auch kleine Zeichnungen und so, die sind ja quasi hier auch um die Ecke mit Weimar und Schwarzen Turm, quasi hier Lokalpatrioten der Comic-Szene, das ist ja großartig und in ihrem besonderen Fall ja jetzt ja eben auch die Sache mit der Verfilmung von ihrem aktuellen Endzeit. Genau. Wo jetzt im Januar irgendwo in einem Kaff, das ich nicht kenne, die Deutschlandpremiere ist. In Kanada war schon Premiere letztes Jahr oder dieses Jahr, wir sind ja noch in diesem Jahr. Ja, genau. Da bin ich mega gespannt, was da kommt, weil ich glaube, dass das freut mich einfach für sie, ist eine sehr sympathische. Genau. Ja, mega. Wie wichtig ist denn das, wo wir jetzt hier so alle mal so sitzen? Ne? Also bei so Comiclesern, die lesen ja gern für sich. Das ist ja so ein bisschen auch so ein Thema, dass der durchschnittliche deutsche Comicleser ist irgendwie Anfang, Mitte 30. Der liest abends zu Hause gern mal auf seiner Couch oder im Stühlchen liest er sein Lieblingsalbum zum 50. Mal denselben Lucky Luke. Oder der, das ist so der typisch deutsche Comicleser. Und wir haben zum Beispiel auch mit dem Steffen Volkmar von Panini Comics, haben wir mal so ein paar Zahlen in den Raum geworfen. Es gibt immer diese subjektive Zahl von ca. 5.000 Comiclesern in Deutschland, seien es 15.000, ist ja eigentlich egal, aber ist im Vergleich zum Buchmarkt zum Beispiel eher klein.
Wie ist denn das so? Ich persönlich bin jemand, der gerne in Kontakt steht, der auch gerne über Comics redet, der zum Beispiel auch Comic-Stammtische wahrnimmt, da gibt es ja auch viele, der sich auch mit Künstlern unterhält. Aber es gibt eben auch durchaus so viele so ein bisschen zurückhaltende Comic-Leser, die sich eher mit sich selbst und dem Medium beschäftigen. Habt ihr diesen Eindruck auch, dass es eher so schwierig ist, Gleichgesinnte zu finden, oder ist das übers Internet sowieso alles voll easy geworden? Was sagt ihr, gerade weil ihr zum ihr beiden Podcaster natürlich auch da jetzt auch Gäste ja zum Beispiel auch habt, ist das eher schwierig, an Leute ranzukommen, die die Liebe zum Medium teilen, oder eher nicht so? In meinem Eindruck ist, glaube ich, so der Comic-Fan eher sogar noch einen Tacken älter. Also das sind so diese Comic-Sammler, wie du gerade schon beschrieben hast, mit diesen Lucky Lukes und den Asterixen und so. Die sind dann gerne auch mal so Ende 40, Anfang 50. Und also das sind so die, die ich kennengelernt habe. Die vernetzen sich dann, gehen zu den Stammtischen und so weiter und so fort. Und das ist über die letzten 20 Jahre mein Eindruck gewesen. Und jüngere Leute findest du dann tendenziell im Manga-Bereich wieder. Also da wird dann viel, also tendenziell auch von jungen Frauen dann gekauft. Auch von jungen Männern, aber doch eher weiblich besetzt. Ja, dieser Superhelden-Panini-Fan, hätte ich jetzt gesagt, passt dann auch so in diese Anfang 30, Mitte 30 Ecke rein. Was so vernetzt, ich habe ist mal so ein bisschen so Außenwirkung, Innenwirkung. Also ich glaube, von innen nimmt man das immer so wahr, also es sind doch unheimlich viele Leute bei Twitter unterwegs oder in den sozialen Medien und sowas, und dann guckst du aber von außen drauf und dann sind es wirklich nur die paar tausend Leute, die den Markt dann ausmachen in Deutschland und dann auch so für die Verkaufszahlen sorgen, die wir haben. Ne? Und also wenn es mehr wären, würden ja auch mehr Comics verkauft werden irgendwo. Ne? Und ich glaube halt tatsächlich, das ist ja, Comic-Fan sein hat ja so, wie alles, was Nerdkram ist, irgendwie so, du hast halt so deine eigene Bubble und mit der tauschst du dich drüber aus. Und im Zweifelsfall hat ja Comic gerade auch so ein, wie in Stuttgart immer gesagt wurde, so ein Geschmäckle. Ne? So, das ist ja nicht ernstzunehmende Literatur für viele, die sich nicht damit beschäftigen, so, die es einfach nur kennen als, weiß ich nicht, lustiges Taschenbuch oder so. Weswegen es ja auch diesen Abgrenzungsbegriff des Graphic Novels gibt, genau. Was ganz ins Feuilleton zu schaffen. Auch. Genau, und ich glaube, um da nicht jedes Mal wieder von vorne erklären zu müssen als Comic-Fan, nein, und es gibt auch andere und es gibt Indie-Comics und es gibt dieses und es gibt jenes und das ist alles gar nicht so, es gibt politische Comics und sonstiges, bleibst du halt in deiner Bubble, da musst du das nicht mehr erklären. Deswegen, du gehst nicht hin und machst eine Diskussionsrunde auf der Buchmesse, im, weiß ich nicht, auf dem blauen Sofa oder sowas, sondern du bleibst halt in der Comic-Halle. Weshalb es halt schon diesen Bubble-Effekt hat, aber ich glaube, das ist eben auch genau dieses. Also du hast halt, ja, wie Steffen schon gesagt hat, die Leute, die eben Comics lesen, die sind untereinander vernetzt, relativ gut, habe ich den Eindruck. Mhm. Und mit allen anderen müsstest du erstmal reichlich Aufklärung betreiben. Und warum willst du dich mit denen zum Thema Comic vernetzen, wenn die mit Comics nichts anfangen können? Also das könnte kategorisch ablehnen als ja, Witzheftchen praktisch. Genau. Ne? Also du, weiß ich nicht, du verklüngelst dich ja auch nicht mit Leuten, die Filme doof finden, um mit denen über Filme zu reden. So, also das ist halt so ein Warum? Ja, aber das, guck mal, jetzt, wie wir jetzt alle sitzen, ich bezeichne uns jetzt einfach mal als Botschafter des Comics. Ja, ja, sehr gut. So, und jetzt haben wir vor, ich werde nicht von der Comic-Weltherrschaft anfangen, aber ich sage mir mal, wir wollen auf jeden Fall dem Medium ein bisschen mehr Publicity zugutekommen. Ja. Was machen wir jetzt? Ich habe mal die, zum Beispiel die Kollegen aus dem Internet, die dieses YouTube machen oder auch die hin und wieder mal Podcast machen, die sagen am Ende von ihren Interviews oder von ihren Reihen, sagen die immer, kauft mehr Comics. Aber ehrlich gesagt glaube ich, dass diese Leute, die überhaupt in Frage kommen, bereits so viele Comics kaufen, wie sie sich leisten können. Und vor allem auch Zeit mitbringen, denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein Lesestapel platzt aus allen Nähten. Ja, das kommt kenne ich sehr gut. Ne? Ja. So, meine Theorie, wir verschenken jetzt alle mehr Comics. Jetzt ist Weihnachten und Mama steht eigentlich auf Kriminalcomics, Kriminalromane. Und wir verschenken jetzt einen Comic, der in die Richtung geht. Mhm. Oder wir schenken dem kleinen Jonas, der sonst die ganze Zeit am liebsten irgendwelche Bob der Baumeister TV-Serien guckt, dem schenken wir jetzt einen Kindercomic, der in die Richtung geht. Oder. Also wir versuchen quasi über die Themen das Medium zu vermitteln. Sehr gut. Sehr gut, oder? Bin ich dabei. Ja. Finde ich, ne? Gut. Find ich, sehr gute Idee. Finde ich eine fantastische Idee. Hm. Einspruch. Ja, genau. Man muss Comic lesen lernen. Und ich glaube, wenn man das als Kind nicht gemacht hat und mit dem Medium nicht vertraut ist, dann findet man schweren Bezug dazu im späteren Alter. Also das ist so dieses, wenn du früher als Kind schon Mickey Mouse gelesen hast, ist die Chance, dass du später mal richtig, weiß ich nicht, ein Watchmen oder sowas in die Hand nimmst, vielleicht nochmal ein bisschen größer. Also das ist so. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Das ist ja auch so ein bisschen der Unterschied zwischen den alten Bundesländern und den neuen, dass wir ja hier mehr oder weniger diese Aufbauarbeit noch leisten müssen, die Leute an die Comics ranzubringen. Drüben haben sie ja da schon die 30, 40 Jahre mehr Erfahrung mit Comics. Da hast du auch mal einen 50-Jährigen, der Batman liest, das hast du hier einfach nicht. Also die Leute sind ja mit Mosaik groß geworden im Osten und mehr war da nicht. Und deswegen sind wir da gerade mehr oder weniger am Anfang noch.
Also am Anfang nicht ganz, weil es natürlich schon ein paar Jahre jetzt auch Comics hier gibt, aber man muss da schon bei null irgendwo anfangen auch. Und wie sehr helfen dir jetzt insbesondere mit deinem Laden die Manga? Manga ist natürlich auch ein sehr, sehr starker Artikel, der geht, gerade auch bei jüngeren Mädels. Das ist so die bevorzugte Manga-Leserschaft. Da muss man nicht viel Überzeugungskraft leisten. Da, die erscheinen ja auch regelmäßig jeden Monat sehr, sehr viele neue Serien, die Leser da auch begeistern. Da hat es der Comic dann schon noch etwas schwieriger. Und da setzen wir aber auch gerade an, weil es gibt wie dein Name war nochmal? Steffen, wie Steffen halt schon sagt, da sehr, sehr gute Richtung auch, die Graphic Novels und so, das muss halt einfach vorangebracht werden. Und also bei Manga muss man gar nicht so viel Überzeugungsleisten. Das läuft, das ist dann, genau, das ist so ein, also Selbstläufer nicht, ist natürlich auch trotzdem noch Arbeit, aber der Comic braucht da schon ein bisschen mehr Hilfe. Ja, und das ist halt auch, also ich komme aus dem Buchhandel, deswegen kann ich da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe da lange gearbeitet. Und es gab vor ein paar Jahren einen Vorstoß aus Frankreich, gibt es eine Krimi-Autorin, Fred Vargas. Die Sachen sind auch im ZDF verfilmt worden und so, gab es ganz tolle Filme und so. Und die hat ihren neuen Roman irgendwann als Graphic Novel rausgebracht. Jetzt hat Frankreich eine andere Tradition, was Comics und Ähnliches angeht. Ja, ne? Die sind da ein bisschen offener. Also, das ist eine ganz andere Welt, ja. Und der Roman selber sollte aber dem deutschen Publikum nicht vorenthalten werden, weshalb da das erste Mal im Buchhandel auch relativ groß, sehr breit medienwirksam beworben wurde mit dem Titel Graphic Novel für diesen Krimi. Der ist auch gut gekauft worden. Wir haben aber relativ viel Rückmeldung bekommen, dass sie den halt nicht gelesen haben, weil das die Leute, die reine buchlesende Menschen sind zum Beispiel, also wenn du jetzt sagst, du willst die Schnittmenge zwischen Buchlesern und Comiclesern, Leserinnen erhöhen, rein buchlesende Menschen haben echt Schwierigkeiten, eine Text- und eine Bildebene parallel zu erfassen. Und ich kann da von mir aus Erfahrung sprechen, weil ich habe relativ wenig Comics gelesen. Ich hatte mal ein Mickey-Maus-Heft und ich habe ab und zu bei meinem Bruder in die X-Men-Comics reingeguckt. Ich tue mich da schwer damit. Also ich lese die Seiten quasi doppelt. Ich lese einmal alle Sprechblasen und Textzeilen und dann lese ich nochmal die Bildebene und gucke ich mir die Bilder nochmal an. Und das dauert unfassbar lange dafür, dass du so ein Heftchen hast, und das frustriert ungemein. Das ist also wirklich so ein, wir haben ein paar Sachen zusammengelesen, Sandman Prequel von Neil Gaiman und sowas. Und es gibt ganz viele Sachen, wo ich echt zu kämpfen habe. Das Beste, was mir am leichtesten fiel, war Kinderland von Marvel, weil da einfach in den Zeichnungen aber auch so viel steckte seit DDR-Kindheit, ne, was ich kannte, wo ich dachte, okay, das erfasse ich, ohne drüber nachdenken zu müssen, weil das vertraute Materialien sind, mit denen da gearbeitet wird. Ne? Da taucht Nupagadi auf und Sandmännchen und Traumzauberbaum und so. Aber das ist unfassbar anstrengend, wenn du nicht trainiert darin bist, eine Bild- und eine Textebene gemeinsam zu erfassen, so einen Comic zu lesen. Also von daher ist es, glaube ich, du kannst es verschenken, aber dann hast du es halt verschenkt und es wird nicht gelesen im Zweifelsfall. Also die Leute gucken da vielleicht rein und geben sich auch Mühe und sind dann aber irgendwann frustriert und sagen dann, schönen Dank, aber brauchst du nicht wieder schenken, lieber ein richtiges Buch. Was auch blöd ist, weil ein richtiges Buch, ja, aber ja, ist einfach schwierig. Ja. Das ist sehr interessant. Sie das, kannst du das nachvollziehen? Ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen jetzt. Also zum Beispiel auf Arbeit haben wir immer so, wenn neue Filme starten, immer so manchmal Comics auch liegen. Jetzt zum Beispiel aktuell zu Aquaman, der jetzt auch in den Kinos gekommen ist und sehr gut läuft. Ja, da haben wir jetzt zum Beispiel so Leseproben liegen und eine Kollegin hat reingeguckt und die hat gesagt, sie kommt damit nicht klar. Sie kriegt das nicht zusammen, jetzt die Bilder und die Texte gleichzeitig zu verfolgen. Das ist eine Regel, wo man sagt, Frauen sind multitaskingfähig. Ja. Ja. Naja, gut. Es liegt halt nicht jedem. Ja, vielleicht ist das der Punkt. Vielleicht gibt es einfach keine so großen Schnittmengen, dass jetzt die viel lesen, viel Bücher lesen, halt auch automatisch jetzt Comicleser sein sollen. Vielleicht ist das einfach nicht so. Vielleicht. Wie stellen wir das dann eher an? Okay, also jetzt könnte ich mit, das ist ein Punkt, über den habe ich schon drüber nachgedacht, weil ich eben sehr aus meiner Blase heraus spreche, aber interessant, wie ihr das sagt, mit diesem Verbinden der beiden Ebenen. Wie kriegen wir denn jetzt neue Comicleser? Machen wir da, klar, wir kriegen jetzt alle ganz viele Kinder und züchten die alle ran und so, ne? Aber gehen wir jetzt in die Kindergärten zum Beispiel oder in die Schulen? Was machen wir jetzt? Habt ihr Ideen? Ja. Also. Als Lehrmittel könnte ich mir Comics zum Beispiel schon durchaus vorstellen. Fände ich sehr gut. Ich weiß, früher gab es das, haben Steffen und ich beide von geschwärmt, als es uns irgendwann wieder auffiel, auf den Kinderlektüren, die im Rowohlt Verlag erschienen sind, im Rotfuchs Verlag, diese Rotfuchs Comics auf der Rückseite, ne? So, wo der Klappentext steht hinten drauf, gab es immer so eine halbe Seite noch einen Rotfuchs Comic. Geile Sache. Und es gibt immer noch in den Lehrplänen, dass die Kinder Bildergeschichten in Worte umsetzen sollen. Also E.O. Plauen sind ja bekannt, diese Vater- und Sohn-Geschichten. Die kommen halt ohne Sprechblasen aus. Das heißt, da habe ich nur eine Bildebene und muss das selber beschreiben als Kind, als Schüler.
Es ist tatsächlich was, was bei der Leseförderung häufig hinüberfällt, unter den Tisch fällt, dass Comics eben auch mit angeboten werden. Und es hat halt auch gerne bei den, vor allem bei den Müttern, die sich ja nach wie vor in der Mehrzahl doch darum kümmern, was die Kinder machen. So sind ja nicht immer die Väter so involviert, das wächst ja auch erst jetzt so langsam ran. Und bei den Müttern haben Comics immer noch so ein bisschen so ein eBay. Faktor, ne? So, das ist ja nichts Richtiges. Kein richtiges Lesen. Das ist kein richtiges Lesen. Nee. Ich habe da im Buchladen, ich habe die Kinderbuchabteilung betreut, ich habe da sehr viel immer mit den Eltern Gespräche geführt, vor allem mit den Müttern. Gesagt, überlegen Sie mal, der macht zwei Sachen gleichzeitig. Er liest Bild und Text eben auf einmal. Das ist voll anstrengend, das ist richtig viel Leistung. Das ist sehr kleine Schrift im Gegensatz zu diesen Erstlesebüchern oder sowas. Also wenn die kamen und ihre Drittklässler geschimpft haben, weil die nur Comics lesen, dann habe ich gesagt, Leute, das ist super, wenn die Comics lesen. Die lesen sehr kleine Schrift, es ist trotzdem viel Text. Mhm. Und sie lesen gleichzeitig eine Bildebene, aber das kommt oft nicht an. Das wissen auch häufig, also da gibt's, es gibt ja immer so Weiterbildungen für Lehrkräfte, für BibliotheksmitarbeiterInnen und ähnliches, aber da fallen Comics ganz oft hinten raus. Das ist sehr schade. Reprodukt macht einen guten Job mit den Kindercomics, die es auf den Markt bringt. Also Hilda, Kiste ist da, glaube ich, erschienen. Die machen tolle Kindercomics, die auch wirklich schön sind, die man auch den Eltern so anbieten kann, dass die sagen, ach ja, das nehme ich mit, auch wenn es ein Comic ist, weil es nicht so sinnlos, belanglos daherkommt. Aber das ist tatsächlich einfach ein Faktor, wenn man neue Comic-Lesende haben möchte, dann muss man da wirklich bei den Kindern anfangen und bei deren Eltern, die dahin zu erziehen, dass sie mitkriegen, okay, Comic-Lesen ist halt auch Lesen. Und das ist halt, also Comic ist ein Medium, das ist derartig thematisch divers, da ist alles drin. Also man kann auch pädagogisch rangehen, kannst den, was ja in der Schule, was wir glaube ich 10-mal hatten, den Zweiten Weltkrieg thematisiert und da gibt es tolle Beispiele, wie das auch vernünftig aufgearbeitet wird aus der Perspektive der Leute, um die es dann in der Zeit auch gegangen ist und so. Und als das, Comic dann, ne? Als Comic, also Maus von Spiegelman ganz, ganz vorne dran natürlich. So, das sind alles Dinge, die werden in Comics thematisiert und grafisch oft auch gar nicht so weit von dem weg, was die Kids nachmittags im Fernsehen dann an Cartoons und Animes gucken. Ne? Ja. Und es ist halt, viele verstehen auch nicht, dass der Schritt vom Bilderbuch zum Beispiel, was ja kein Comic ist, aber auch zumindest eine Bild- und Textebene ist, weil diese Parallelen hat. Und gute Bilderbücher haben eben auch eine Bebilderung, eine Illustration, die nicht einfach nur das wiedergibt, was im Text schon da ist, sondern das ergänzend macht. Das zeichnet wirklich so die besten Bilderbücher aus, die ich kenne. Aber der Sprung, dass man vom Bilderbuch, das ja vorgelesen wird, zum Selberlesen hingeht und sagt, okay, dann nehmen wir auch da Comics, der ist halt bei vielen nicht da. Das ist so dieses, die Kinder sind jetzt aus dem Alter raus, wo sie Bilderbücher kriegen, jetzt kriegen sie Vorlesebücher, die sind noch ein bisschen illustriert und dann, wenn sie selber lesen, kriegen sie diese mit Erstleserschrift, mit dieser großen Fibelschrift, Leserabe und wie sie alle heißen und müssen selber lesen und da sind Comics aber nicht mehr gefragt. Also es gibt da ein paar Reihen mittlerweile bei den Verlagen, die das integrieren, wo es also immer wieder diesen Haupttext gibt und dann gibt es Comic-Seiten dazwischen, wo dann die Sprechblasen gelesen werden können und so. Aber dass man jetzt hingeht und sagt, man macht mal einen richtigen Kindercomic zum Lesen lernen, auch in großer Schrift vielleicht mal, kenne ich nicht. Gibt es denn so richtig viele auch fürs Alltag, das weißt du vielleicht besser, Ed, also eben auch altersgerechte Comics, die sich da anbieten? Wir hatten jetzt das Hilda angesprochen, ich glaube, das kommt sogar im Albenformat daher oder ist sehr ähnlich. Ja, ja. Was ja schon mal ein ganz schlauer Trick ist, ne, mit dem Format der alten Menschen, den Inhalten der kleinen Kinder. Das ist super smart, muss man schon sagen. Gerade im Zusammenhang auch mit der Serie, die es da jetzt wohl gerade gibt. Gell? Aber wenn wir beispielsweise mal gucken, wir haben jetzt zuletzt Volle Poller gehabt, dieses Kindermagazin, kommt über die erste Ausgabe nicht hinaus, weil leider, die Abozahlen leider nicht geschafft haben, dieses Kickstart oder was sie da gemacht haben, hat leider nicht funktioniert, weil das Interesse nicht da war. Die hatten auch klar, sehr hohe Vorstellungen. Andererseits hast du, wenn du dich mit Leuten da unterhältst, die sich ein bisschen mit dem Thema Kindercomics beschäftigten, zuletzt habe ich das gehabt mit dem Thorsten Bochhaus von Plemplem zum Beispiel, der hatte gemeint, ja gut, guck dir doch mal an, was das für Comics sind, die du kriegst als deutsches Kind und überleg, was du selber als Kind gelesen hast. Du willst keinen Comic lesen, wo dauernd der erhobene Zeigefinger drin ist. Du willst dich dauernd Moral um die Ohren gehauen kriegen und du willst auch nicht am Ende dich an deine 10 Gebote halten müssen, sage ich mal, um es mal zu übertreiben, zu überspitzt zu formulieren. Du musst coole Comics schaffen. Gibt es da überhaupt genug Stoff? Gibt es da genug Inhalte? Vor allem auch in einer Art und Weise, die nicht sofort kaputt geht, wenn ich mal 3-4 Seiten umblätter. Kennt ihr da Beispiele? Na, ich hoffe ja, dass das gerade so Verlage wie Reprodukt da gerade ganz gut leisten. Es gibt auch sehr viele spannende Sachen bei Carlsen. Also wir hatten Pauls Abenteuer, Pauls fantastische Abenteuer, von Emil Bravo, glaube ich, was eine relativ freche Art von Science-Fiction ist für Kinder. Und das ist so, also viele Dinge, die Kinder auch herausfordern und
wo es noch kindgerecht ist, aber nicht so dieses pädagogisch wertvolle, irgendwie vom Bundesministerium für Bildung zertifizierten Subidubi, sondern wo es einfach um Spaß und Laune geht und wo tatsächlich noch so ein bisschen Wissenschaft auch mit drin ist, so ein bisschen, Pauls fantastische Abenteuer würde ich ja schon fast als Hard Sci-Fi bezeichnen, also da sind ja sehr viele Elemente drin, aber dann eben auch also Reprodukt im Kinderbereich mit den Areol-Comic, ja, die ganz wunderbar sind. Chrissys Tagebücher sind super, ja. Wisst ihr das alles, woher kennt ihr das oder habt ihr es einfach auf dem Schirm, wo ihr es... Ja, viel aus der Bücherei, also das ist ja alles da verfügbar, sondern also über die Jahre mal so ein bisschen kennengelernt. Geht auch in die Bücherei! Genau, und zwar, das ist ja im Laden dann auch. Genau, ich habe es verkauft halt auch, also ich habe schon immer ein bisschen geguckt, gerade als ich dann Steffen kennengelernt hatte und Comics auch selber mehr auf dem Schirm hatte als vorher. Habe ich natürlich auch geguckt, was ist denn tauglich für Kinder? Was sieht cool aus? Was ist von der äußeren Optik her auch so, dass sie Bock drauf haben? Und trotzdem noch so, dass die Eltern es nicht kaufen. So, weil das ist ja, also auf dem Kindermarkt ist es halt immer schwierig. Du hast immer zwei Hürden, das muss die Kinder ansprechen und die Eltern müssen es noch okay finden. So, weil die Kinder bezahlen es nicht selber, bis die 10 oder 11 oder 12 sind. Sondern das kaufen die Eltern für die Kinder. So, du hast halt also diese doppelte Hürde, das ist total spannend. Das geht bei Hilda wunderbar, das geht bei Kiste gut, das geht bei Pauls Fantastische Abenteuer sehr gut, das geht bei Chrissys Tagebücher nicht mehr ganz so gut tatsächlich, weil das vom Illustrationsstil ein bisschen wilder ist. Noch lange nicht wild, aber ein bisschen wilder. Und das ist vielen Eltern schon wieder zu, können sie nichts mit anfangen, so, beziehungsweise eben die Mütter vor allem. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn die Väter mit dabei sind, die selber als Jungs Comics gelesen haben und selber eigentlich nicht die großen Leser sind. Dann ist es einfacher. Ja. Dann wird es einfacher, weil die sagen, ja, Comic, cool, habe ich auch gelesen, habe ich noch ein paar alte auf dem Dachboden und sowas, bla. Und dann fangen sie an, ihre alten Comic-Hefte ihren Kids zu geben. So. Ne? Ja, das haben wir auch festgestellt. Also Väter sind da relativ gut zu überzeugen, dass das ein gutes Comic ist. Weil es gibt auch bei Panini jetzt diese schöne Reihe, mein erster Comic mit den Superhelden. Und das lässt sich Vätern auch besser verkaufen für ihre Kids. Das konnten wir auch schon feststellen. Das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Auswahl, was sie getroffen haben. Den einen, diese komische Marienkäfer-Superheldin, kannte ich gar nicht. Diese Miraculous, irgendwie so, keine Ahnung. Ja, stimmt, aber habe ich auch gesehen, dass es ein cooles Ding ist. Aber wo wir vielleicht gerade wo wir vielleicht auch sowas wie Einstiegshürden mal mit in den Raum werfen wollen. Ich hatte die Freude, mich mit dem Horst Gotthard zu unterhalten vom Splitter Verlag, der da mit verlegt. Und der sagt, ein ganz zentrales Problem liegt darin, dass wir Comics gar nicht mehr überall kriegen. In seiner Jugend, da gab es halt eben dann XTV, X-Magazine, also es war eben in den alten Bundesländern, wo er eben in den Kiosk gehen konnte oder wohin auch immer. Da hat er mal eben zack irgendein Heftchen XY mitgenommen. Die Auswahl inzwischen ist sehr begrenzt und Comics, gerade in diesem Buchhandel, in diesem Bereich, sind letztlich eigentlich Wundertüten, weil du halt immer noch irgendein Spielzeug dabei hast und noch irgendwie eine tolle Verpackung und es glitzert sowieso alles und so. Will ich ja gar nicht verteufeln, weil besser so als gar nicht, aber wäre es nicht einfacher, da vielleicht reinzugehen, weil ich jetzt nicht weiß, zum Beispiel, wenn wir jetzt hier zum Beispiel im Planet Comics gerade sind, wie es hier aussieht, ob mal eben hier Schulklassen vorbeikommen oder ob die Mama das hier auf dem Weg gerade hat zum Beispiel, weil sie eh hier in der Nähe vom Hirschgarten ist. Wie sieht es aus mit Einstiegshürden und Orten, wo man Comics kaufen kann? Kann man da vielleicht was machen? Also ich kann es jetzt für hier noch gar nicht so richtig sagen, weil wir erst seit August hier sind. Also da fehlt uns einfach noch ein bisschen die Zeit, um die Auswahlkriterien der Eltern oder Kinder festzustellen, nach was die jetzt ihre Comics kaufen. Ich kann allerdings sagen, also hier in Erfurt hat man kaum Probleme, weil es gibt sogar in der Bahnhofsbuchhandlung eine relativ gute, gut sortierte Comic-Abteilung und auch Manga. Dann hat Hugendubel mittlerweile auf dem Anger auch wieder ausgebaut. Die hatten ja erst zurückgebaut bei Manga und auch bei Comic. Jetzt haben sie wieder ein bisschen zugelegt, meiner Meinung nach der Leipziger Buchmesse, wo sie gemerkt haben, das ist wohl doch ein Medium, was gut geht. Also hier in Erfurt gibt es eigentlich genügend. Okay. Also ich denke, wichtig ist halt einfach der Service, die Beratung. Also was wir halt feststellen, die Leute, ich meine, man kann das halt überall kaufen, auch im Internet, online, überall. Dank der Buchpreisbindung gibt es da keine Unterschiede zu uns. Aber die Leute, gerade Eltern, wollen halt wissen, was ist das eigentlich, was ich da jetzt kaufe? Und wollen auch mal reinschauen und wollen auch mal beraten werden. Irgendwie, ist das wirklich für das Alter geeignet oder ist es doch schon ein bisschen zu viel Gewalt? Und ich glaube, darüber kann man viel machen. Da unterscheidet sich dann halt auch die einzelnen Geschäfte. Weil in der Bahnhofsbuchhandlung hat man das nicht. Die kennen das natürlich nicht, die verkaufen es nur. Da hast du aber diesen Gelegenheitskäufer, der eben das Heftchen mit, das Batman-Heftchen mitnimmt. Das natürlich, das hast du auch. Also das stimmt. Ja, und was halt ein Problem ist, ist einfach,
das Marketing hin zu den Zielgruppen sozusagen, die noch nicht erschlossen sind. Also viel Marketing, sowohl in der Buchbranche als auch in der Comicbranche, richtet sich halt an die, die schon da sind. Mhm. Und ich habe auf der Buchmesse mit einer befreundeten Autorin gesprochen, die Kinderbücher schreibt, und sie sagt, das ist halt einfach, Lesen taucht halt nirgends auf. Es gibt keine Werbespots nur fürs Lesen zum Beispiel, ne, oder für Buchhandlungen. Es gibt keine großartigen Werbe. Es gibt mal für einzelne Bücher, aber wenn dich das Thema nicht interessiert, bei das so drüber. Das Ding ist so, es gibt in den Fernsehserien, in den Filmen etc., du siehst kaum mal noch irgendwen irgendwo sitzen und was lesen. Ein Comic lesen oder ein Buch lesen oder irgendwas. Also es ist einfach marketingtechnisch, sind wir noch nicht da, dass wir die Leute ansprechen, die Lesen im Zweifelsfall noch nicht auf dem Schirm haben, sei es jetzt Comics lesen oder sei es Bücher lesen oder was auch immer. Wir machen immer Marketing für die, die schon da sind. Also ich reg mich ja immer auf irgendwie, wenn, weiß ich nicht, mein Telefonanbieter immer sagt, hier als Neukunde kriegst du dieses und jenes geschenkt. Und ich sage dann, ja super, was ist mit mir als Bestandskunde? Ich werfe dir seit Jahren Geld in den Rachen und ärgere mich tierisch, dass ihr nichts für mich macht. Ja. Aber letzten Endes ist Neukundengewinnung halt was, wo du nochmal mehr Geld reinkommst, weil die meisten sind zu bequem, wenn sie bei einem Vertragsding zum Beispiel einmal drin sind, da wieder zu wechseln. So. Mhm. Ich finde es ganz wichtig, dass die Leute erstmal einen Erstkontakt mit dem Medium bekommen. Genau. Und ich finde, also ja, begeistert von der Leipziger Bibliothek, also die ist ja riesig, verwinkelt und toll, und die haben eine relativ große Kinderbibliothek, wo einfach, wo ich dann rumstrome nach, auf der Suche nach Comics und DVDs für mich. Und die Sachen dann in der Jugendbibliothek nicht finde, weil sie dann in die Kinderbibliothek gesteckt werden. Aber da können die Kinder halt rumrennen, können ausprobieren. Die sind auch mal ein bisschen abgegriffen, da die Ausgaben. Aber so, lass das Kind einfach mal eine Stunde oder sowas einfach in der Bibliothek und machen und tun. Und damit da einfach erstmal, wird hier Milch aufgeschäumt. Wir sind hier in einem Café. Das ist exakt richtig, ja? Ja. Ein Comic-Frühstück. Frühstück. Hier ist noch nichts zu essen. Ja, super, da müssen wir auf jeden Fall gleich zu, drauf zu sprechen kommen. Wir machen ein kurzes Päuschen jetzt hier und wollen dann unter anderem mal auf noch so Themen kommen wie, sind Comics nicht vielleicht zu teuer für Kinder? Bibliotheken, den Comic-Garten. Alles so Themen, die wir auf jeden Fall noch anschneiden wollen. Und natürlich müssen wir uns vielleicht auch mal über aktuelle Comics und Comic-Verfilmungen unterhalten. Ja. Könnte ich mir vorstellen, dass das auch gut passt. Also erstmal eine Runde was futtern. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Wir haben uns jetzt gedacht, wir stehen mal auf und brauchen ein bisschen Blut in den Beinen, nachdem das Essen gerade noch durch den Magen läuft. Und das ist übrigens sehr gut. Also wenn ihr Lust habt, mal eine Runde zu frühstücken in Erfurt, dann kommt hier mal beim Planet Comics vorbei. Ed und seine Mitarbeiter wissen auf jeden Fall, wie man die Gäste beglückt. und ich stehe hier mit ja, wieder zwei Jungs, die hier auch Stammgäste sind, so wie ich es mitbekommen habe. Mit dem einen hatten wir bereits eben quasi zu Gast in der Vorrunde und hier ist auch ein weiterer Herr zu uns gestoßen. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du? Thomas. Hallo Thomas. Und du bist genau Stammgast, wie der junge Mann es rechts neben mir ist. Nochmal für alle, die jetzt vielleicht erst zuschalten. Hallo, ich bin Andi, wer bist du? Ich bin der René, hallo. Thomas und René, wie oft seid ihr eigentlich hier so beim Ed im Planet Comics? Mehrmals im Monat. Seit einem Monat? Mehrmals im. Ach, mehrmals im Monat. Das heißt, da geht auch einiges an Comicbudget wahrscheinlich drauf, ne? Mehrere hundert Euro im Monat sind hier schon mal drin. Ui. Und wie sieht das bei dir aus? Wie oft bist du hier? Sehr, sehr oft. So fast jeden zweiten bis dritten Tag auf jeden Fall gucke ich mal rein. Krass. Stimmt das? Erzählen die Quatsch? Es ist wahrscheinlich kürzer zu zählen, wann er nicht da ist. Okay, sehr gut. Ja, und wir stehen hier vor einem riesen, also vor riesen Comic-Regalen mit einer riesen Auswahl. Und wir haben uns gedacht, wir gehen hier einfach mal so ein bisschen durch, denn ich vermute mal, das ein oder andere hier haben die meisten von uns, also haben wir drei irgendwie schon mal gelesen oder gar in der Hand gehabt oder andersrum. Ich weiß nicht, wir stehen jetzt gerade vor den Panini-Sachen, vor mir steht ein bisschen Image, also insbesondere im Cross-Cult. Wenn ihr euch jetzt mal so eine Serie rausfischen müsstet, die ihr so zuletzt vielleicht gelesen habt, die ihr besonders empfehlen würdet, was würdet ihr denn da unseren Zuhörern mal empfehlen wollen? Da würde ich ganz klar, also meine persönliche Meinung ist Fables von Bill Willingham. Hier treffen die ganzen Märchen, vor allem aus dem europäischen Sektor, aufeinander. Big B. Wolf ist der Sheriff, verheiratet mit Schneewittchen, und es ist sehr cool. Zum Ende hin kommt es auch noch zum Crossover mit Unwritten, wo es auch in ähnliche Richtung gibt mit Tommy Taylor, der ein Charakter aus einem Roman ist, der in die reale Welt überdriftet. Und es gibt so viele verschiedene Sachen hier drin. Cinderella beispielsweise ist eine Spionin, die weltweit die Gegner der Fables tötet.
Und ich finde das so interessant, dass ich mir gesagt habe, das ist mein Comic des Jahres 2018, wo ich mich dran mache, alle 28 Bände zu lesen. Und bei 16 bis 25 Euro pro Band kommt da schon was zusammen. Das dauert ein bisschen, ne? Aber ist ja auch wieder so ein Beispiel für eine Serie, die ja bereits abgeschlossen ist, ne? Die ist, ich glaube, jetzt inzwischen 10 Jahre alt. Also da muss man auf nichts mehr warten. Auch in Deutsch ist alles erschienen und eine so der letzten Sachen, die noch so unter diesem Vertigo-Label auch mit erscheinen. Genau, genau. Generell ist Vertigo so dein Ding? Ja, also ich finde das cool. Ich bin ja vor allem auf Umwege auf Habes gestoßen, weil ich The Wolf Among Us von Telltale gespielt habe. Ich kannte die Comics zwar schon, habe sie aber nie gelesen. Und nachdem ich das Spiel gespielt habe, habe ich mir gedacht, okay, jetzt fängst du mit den Comics an. Und bin gerade da dran. Und dann kommt halt noch Jack of Fables und die ganzen Spin-Offs, die noch dazugehören. Das ist aber wieder so ein Ding, wir hatten es vorhin kurz, da kann man doch echt mal den Überblick verlieren. Und vor allem ist es wieder so eine riesen Einstiegshürde mit so gefühlten 100 Comics, die ich lesen muss. Für dich ist es ein Langzeitprojekt, ne? Ja, ja, also ich lese jetzt auch Comics seit 92 und wenn ich den Keller nicht voll hätte, hätte ich auch was falsch gemacht in meinem Leben. Und du hast ja auch schon einen dicken Hardcover in der Hand, was ist genau. Das denn? Ich habe mir jetzt einfach mal Lady Mechanica rausgezogen, den habe ich vor 2 Jahren entdeckt, da ist der rausgekommen frisch, da wurde auch damals zum Gratis-Comic-Tag, wurde der mal angeboten so, dass man so mal reinlesen konnte. Da hat er mich auch schon von Anfang an überzeugt, geht einfach um eine junge Frau, die ihre Gliedmaßen ersetzt hat durch mechanische Teile und weiß nicht warum und ist dann halt auf der Suche, warum bin ich so, was ist mit mir passiert? Sie lernt ein junges Mädchen kennen, das ähnlich modifiziert wurde, sage ich mal, und verfolgt daraufhin ihre Vergangenheit. Das Ganze ist im Steampunk-Setting angelegt und sehr interessant zu lesen und auch wunderschöne Bilder drin, wo man sich jedes einzelne Artwork eigentlich an die Wand hängen möchte. Ich kenne da jetzt nur die Nuller-Ausgabe, die war, glaube ich, auch beim Gratis-Comic-Tag dabei und auf Comixology gibt es die auch und keine Ahnung wo. Läuft ja mega erfolgreich. Wie viele Bände haben wir inzwischen in Deutschland? Bis jetzt sind davon 4 Stück erschienen und ich denke mal, der 5. wird uns im Frühjahr nächsten Jahres auch langsam erreichen. Der erscheint ja bei Splitter, ne? So, und Splitter ist ja für mich vor allem ein Alpenverlag. Also die haben diese riesengroßen, wirklich dann natürlich auch auf Artwork abzielenden Bücher, die man auch mal nicht mal eben so irgendwie einsteckt, weil die halt eben einfach eine gewisse Größe haben. Wie ist das für dich? Das Lady Mechanica war jetzt ein bisschen kleiner, ist ungefähr A4-Format. Hast du irgend so ein Favorite, was von der Größe für dich am angenehmsten zu lesen ist? Von der Größe her, also ich lese eigentlich alle Größen. Ich möchte jetzt keine riesengroßen A3-Formate mit mir rumschleppen, aber bis zu A4 passt immer schön in den Rucksack rein. Und gerade Hardcover sind da auch sehr gut aufgehoben. Die gehen da nicht so schnell kaputt. Das sind natürlich dann auch große Bilder gerade. Ich habe hier eine junge Dame, die mir steht und sagt erstmal, hallo, wer bist du denn eigentlich? Ich bin Sarah, hallo. Hallo Sarah, du arbeitest hier in Planet Comics. Genau. Und du hast uns gerade einen Comic hergebracht, vorbeigebracht. Ah, das ist der 2. Band. Genau. Von Lady Mechanica. Genau, einfach nur, weil es ist zwar ein kleines Format, aber es sind trotzdem sehr große Bilder, also was ja wieder typisch für Splitter wäre, weil du das ja gerade erwähnt hast. Mhm. Also es ist auf jeden Fall sehr bildgewaltig. Kommst du eigentlich selbst dazu, das Ganze hier auch Comics regelmäßig zu lesen? Klar, also ich lese halt auch viel mehr Manga als Comics. Und mein Stapel ist zwar sehr groß, der noch ungelesen ist, aber ich gebe mein Bestes. Sehr gut. Typische Comic-Fan, also der hier ist ja auch arbeitet. Ja, und wir können jetzt immer so ein bisschen so durchhangeln. Vielleicht so ein paar Highlights, ein paar Neuerscheinungen. Was haben wir denn hier noch so stehen? Was ich persönlich empfehlen kann, falls man Kinder hat, das ist Hilda. Wurde jetzt auch von Netflix verfilmt, also da kann man gleichzeitig den Comic lesen und die Serie schauen. Handelt von Hilda und ihrer Mutter, die plötzlich bemerken, dass ihr Haus mitten in einem Wohngebiet von unsichtbaren, ich weiß nicht, ob man Zwerge sagen kann, die sind einfach winzig, leben und sich mit denen auseinandersetzen müssen, weil die verlangen, dass sie aus ihrer Wohnung ausziehen und in Ruhe gelassen werden. Hatten wir gerade auch als gutes Beispiel für vielleicht auch so Einstiegscomics für Kids. Ist es mega kompliziert oder kann man das nicht? Das ist wunderschön gezeichnet, es ist einfach gehalten. Die Thematik ist einfach und auch gewaltfrei. Bauen die aufeinander auf, die einzelnen Bücher? Ja, ja. Oder? Nee. Also es gibt einen gewissen roten Faden, aber nur ganz dünn. Mhm. Also man kann die Bände auch einzeln getrennt lesen. Weil es immer eigenständige Abenteuer sind. Also wenn man den ersten Band gelesen hat, dann kriegt man so eine kleine Einführung, wer ist Hilda eigentlich und ihr kleiner Freund und wo lebt sie eigentlich, und das hat man halt in den nachfolgenden Bänden nicht mehr. So ähnlich wie bei Tim und Struppi, wo dann immer so ein Sternchen ist, siehe Album, so und so. Okay. So vom Prinzip.
du hattest jetzt auch die Mangas angesprochen, die natürlich deutlich günstiger sind, als es jetzt zum Beispiel so ein, ja eben auch Hardcover in dem Fall auch ist. Sind es die Eltern, die ihren Kids solche Comics kaufen, oder kommen die Kids selbst mit ihrem Taschengeld her und wollen das ausgeben dafür? 50-50, würde ich sagen. Also wir haben hier viele junge Mädchen, die ihr ganzes Taschengeld hier auf den Kopf hauen und ganze Reihen rausschleppen. Aber wir haben natürlich auch dann die Eltern und vor allem Mütter tatsächlich, die dann das erste Mal mit ihrer 13-jährigen Tochter hier reinschneien und dann halt auch fragen, was kann meine Tochter lesen, was darf meine Tochter lesen, sich auch dann dementsprechend damit beschäftigen, was ihre Tochter eigentlich liest. Das finde ich immer ganz toll, wenn die Eltern da nicht so die Augen davor verschließen, sondern auch Interesse zeigen an der Welt, in der die Kinder leben. Genau. Oder Weihnachtsgeschenke eignen sich die ja auch immer gut. Und ihr geht dann auch so eine Beratung wahrscheinlich dazu, ne? Na klar, also wir können dann auch beraten. Also ich kann halt beim Manga relativ gut beraten. Meine Schwäche sind halt so Superhelden, da steige ich nicht so ganz durch. Das ist aber auch jeder halt, wie er mag, glaube ich auch immer. Aber wenn man jetzt so eine ungefähre grobe Vorstellung hat von dem, was man lesen möchte, dann kriegen wir das hier hin, klar. Mhm. Ja, Superhelden ist natürlich auch mal ein Riesending und ich glaube, für viele so auch der Einstieg auch so in diesen Comic-Bereich. Gibt es da irgendwie Superheldenmäßig irgendwas, was wir vielleicht jetzt nochmal herausgreifen sollten? Jungs, gibt es da vielleicht auch was ihr zuletzt gelesen habt? Irgendeine Reihe, die ihr verfolgt und ihr eben auch vielleicht sogar zurecht verfolgt? Ja. Das ist Black Hammer. Wer Elmo's Watchmen mag, dem gefällt auch Black Hammer, weil es hier darum geht, dass eine Gruppe von Superhelden aus Spiral City nach einem Kampf gegen einen Gott plötzlich in einer anderen Dimension landen. Da Hommage an Captain America, an Batman, an Thor und so weiter und so fort. Und wunderschön gezeichnet und mir hat das super gefallen. Das hier ist beispielsweise Gale, eine erwachsene Frau, die sich in die 9-jährige Golden Gale verwandelt. Also eine Anspielung an Captain Marvel oder halt Shazam, wie er heißt. Ja. Ja, Jeff Lemire, der das Ganze geschrieben hat, ist ja natürlich auch ein herausragender Künstler, der ganz viele tolle Sachen macht. Die Rezensionen für Black Hammer sind auch wirklich top. Ich glaube, das ist jetzt bei weitem kein Geheimtipp mehr gewesen mit Black Hammer. Nee, also, aber ist ähnlich wie mit Watchmen. Es muss einem gefallen, weil die einen mögen Einzelhelden, die anderen mögen halt Teamcomics. Und wenn man nicht damit klarkommt, dass da ein ganzer Haufen von Helden drin ist, dann wird es einem halt auch nicht gefallen. Das ist halt auch immer, was ich so sehe. Es gibt die Fans, die sagen, ey, Batman ist geil, aber bitte nicht mit der ganzen Batman-Familie, wo noch Nightwing und Robin mit rumschwingt. Und die anderen sagen halt, ey, Avengers und Justice League ist geil. Und genauso ist halt Black Hammer. Man muss damit klarkommen, dass die Geschichte in jedem einzelnen Heft, also es sind ja immer mehrere Hefte zusammengefasst in einem Band, immer hin und her springt von einem Charakter zum anderen. Da ist kein roter Faden. Der rote Faden behandelt alle Charaktere, aber immer aus der Sicht eines anderen. Und damit muss man auch klarkommen. Und du hast auch noch was in der Hand, was, glaube ich, sowas ist wie ein Kassenschlager, oder? Kann man fast schon so sagen. Nachdem vor, ich glaube, 4 Jahren war das, der Film Suicide Squad so eingeschlagen ist, ist auch Harley Quinn irgendwie wieder aus der Versenkung nach oben gekommen. Da befinden wir uns aktuell in der zweiten Season. Das aktuelle Magazin ist die Nummer 7 von der zweiten Season halt. Und ja, Harley Quinn zieht sich jetzt halt durch die Comicwelt durch wie... Wie Deadpool, genau. Also ja. Harley Quinn zieht... Man sagt schon, Deadpool und Harley Quinn ist so ein leichtes, kleines Traumpaar. Würde jetzt auch passen, jetzt wo Harley Quinn auch nicht mehr mit dem Joker zusammen ist und ihn auch abweist in den neuen Heften. Nochmal abwarten, wie lange das der Fall ist. Na, ich denke mal, das wird sich so durchziehen, okay. Wird jetzt konsequent durchziehen, auf jeden Fall. Ja, also Harley Quinn ist halt jetzt auch abseits von dieser 2-Season umfassenden Ausgabe eigentlich ein ganz großes Thema, weil es... Gotham City Sirens ist ein sehr gutes Comic, das kann man auch mal wieder zu sich nehmen. Es kommt auch demnächst wieder eine Verfilmung raus. Das ist schon geplant. Ist sehr, sehr spannend gewesen. Das ist eine Figur, wo ich jetzt eher gedacht habe, das spricht vor allem junge Frauen an. Ich muss sagen, ich habe die ersten 3 Bände davon auch gelesen. Ich bin damit nicht warm geworden, weil es halt nicht so mein Humor ist, ganz ehrlich. Ne? Ich mag es immer so ein bisschen dark and gritty, wie man so schön sagt. Ja, also insbesondere ja natürlich ganz klassisch der Batman, der es mir natürlich da auch irgendwie auch getan hat. Aber Harley Quinn ist ein Ding, das liest du auch tatsächlich alles. Das lese ich alles, ja. Die aktuellste Ausgabe, die losgelöst war, war jetzt Harley lebt den Joker, wo dann nochmal die Liebesgeschichte ein bisschen aufgegriffen wurde, wie sie versucht, ihn zu imponieren. Es ist immer für einen Schmunzler gut. Es merkt man aber, dass es auf eher das jüngere Publikum aus ist. Also es ist nicht ganz so düster wie die ganzen alten Batman- und Joker-Comics. Es ist alles bunt gehalten.
auch wahrscheinlich auch deren Suicide Squad zu verdanken, dass sie nicht mehr so maskiert auftritt. Sie tritt als normale Person auf und man kann einen viel besser Bezug zu ihr aufbauen, wenn man jetzt nicht unbedingt als verkleidete Psychopathin sieht. Das hört man ja häufiger, ne? Dass Personen auch Identifikationsfiguren sein müssen. Der Steffen Volkmar von Panini sagt, dass Harley Quinn gerade für junge Frauen, also junge Mädels, eben so ein bisschen so dieses Rebellische irgendwie auch als Comicform dann letztlich irgendwie repräsentiert und deswegen wäre die so eine super Identifikationsfigur. Ganz ehrlich, ich muss sagen, ich habe mich jetzt noch nie mit Batman oder Superman identifiziert, auch wenn ich in den Klamotten rumrenne. Ist es so? Gibt es zum Beispiel eine Figur, wo ihr jetzt sagt, ich möchte auch so sein wie Held XY oder es gibt eine Figur, also die ist schon irgendwie ein Vorbild für mich? Das würde ich so gar nicht sagen. Also ich habe jetzt kein direktes Vorbild als Heldenfigur. Ich finde generell das DC-Universum sehr interessant. Mir sind da alle Figuren irgendwie so ein bisschen ans Herz gewachsen. Ich kann mit DC zum Beispiel mehr anfangen als jetzt mit Marvel. Die alten Lager. Ja, gut, dass du es ansprichst. Vielleicht sollten wir uns auch einfach mal der Fairness halber dann doch nochmal einen Marvel-Comic rausfischen, über den wir jetzt hier vielleicht ein bisschen sprechen können. Da gibt es ja nur wirklich viele Sachen. Jetzt gefühlt ist auch der 20. Neustart in den letzten 5 Jahren passiert. Aktuell gibt es ja den neuen Katalog wohl von Panini. Gibt es irgendeine Marvel-Serie, die ihr gelesen habt, auch wenn sie vielleicht schon älter ist, die ihr empfehlen könnt? Marvel hatte ich letztens Deadpool noch gelesen gehabt. Aber Deadpool ist über die Jahre hinweg für mich immer mehr abgedroschen. Es ist immer dasselbe. Die Storys wiederholen sich teilweise und ich finde nichts Neues, wenn ich den neuesten Deadpool aufschlage. Mhm. Ist meine Meinung. Mhm. Also da spalten sich natürlich wieder die Lager. Gibt es noch eine Reihe oder einen Comic, den wir unbedingt lesen sollten oder empfehlen sollten? Irgendwas, was ihr zuletzt in der Hand gehabt habt? Irgendein Reprint? Gibt es da noch irgendwas? Also was man immer lesen kann zum Beispiel ist sehr interessant die Walking Dead Reihe. Da ist jetzt die ganzen Paperbacks erscheinen jetzt, damit ist es schöner, die auch transportabel ein bisschen mitzunehmen. Man ist nicht mehr an die Hardcover jetzt gebunden und kann auch ein bisschen mehr in den Rucksack verstauen und damit etwas mehr Lesevorrat auch anstauen. Okay, super. Wir wollen einfach, um das Ganze nicht unten runterfallen zu lassen, uns natürlich nochmal ganz kurz auch dem Manga-Sektor widmen. Und ja, wie ihr bereits mitgekriegt habt, arbeiten hier Experten. Und unter anderem liest du ja auch ganz viele Mangas und hast deswegen gemeint, wir könnten uns auf jeden Fall hier noch ein paar Mangas rausfischen. Du hast gerade von einer Serie gesprochen, die du mir wärmstens ans Herz legen kannst. Welche ist das denn? Also es gibt Billy Bat, das ist eine Reihe von Naoki Urasawa, heißt der Mensch. Der hat eine Reihe gemacht. Also Billy Bat ist eine Fledermaus eigentlich, die älter ist als die menschliche Geschichte so, und zieht sich da so ein bisschen durch. Und man erfährt dann halt in den Reihen von Billy Bat so langsam, wo Billy Bat überhaupt herkommt, also diese Fledermaus. Es kommen sehr viele geschichtliche Figuren drin vor, Jesus zum Beispiel, dann kommt Kennedy, der Präsident, drin vor, Albert Einstein kommt drin vor, Adolf Hitler kommt auch drin vor, also es ist bunt gemischt, jeder kommt mal drin vor. Genau, und der Autor hat auch noch einen anderen Manga gemacht, den finde ich aktuell ziemlich großartig, 20th Century Boys. Das ist von Panini wieder neu aufgelegt worden als Sammelband und geht halt um eine Sekte, die die Menschheit vernichten möchte. Und der ist so spannend, man muss weiterlesen, man kann ihn nicht weglegen, weil man einfach wissen will, wer ist das Oberhaupt dieser Sekte. Mhm. Weil der Hauptcharakter, mit dem man diesen Manga durchlebt, ist ein Klassenkamerad von dem Oberhaupt, aber er erinnert sich nicht an den Namen. Okay. Und er schafft es nicht. Und das, man hat es ja. Ich meine, ich weiß jetzt auch nicht mehr die Namen von meinen Klassenkameraden aus der Grundschule. Ja, und er halt auch nicht. Und das ist großartig. Mhm. Man will weiterlesen. Das waren jetzt aus diesem erwachseneren Genre, hast du es gemeint, ne? Genau, seinen Manga nennt sich das. Dann gibt es ja noch Shonen und Shoujo. Shoujo ist mehr so für Mädchen. Da geht es dann meistens um die erste Liebe in der Schule. Und bei seinen Manga, Shonen-Manga sind halt dann so Action-Sachen. So ein einsamer Held geht in die Welt und erobert sie. Genau. Okay, cool. Gibt es vielleicht noch aus einem anderen Bereich, vielleicht auch für junge Mädels oder für Jungs, noch Sachen, die du uns empfehlen kannst, die vielleicht bei euch ganz gut laufen? Für Mädchen auf jeden Fall Hyukoi. Da geht es um so ein kleines Mädchen, die ist 1,55 Meter ungefähr und verliebt sich in ihren Klassenkameraden, der 1,90 Meter ist.
Und sie ist aber auch ganz schüchtern. Und er ist sehr weltoffen und die beiden freunden sich dann natürlich erst an, aber irgendwann liebt man sich natürlich. Ja, klar. Genau, das hat 14 Bände und ist total süß, weil sie auch immer Hyokoi genannt wird. Das bedeutet irgendwie Küken in Japan, weil sie eben so klein und niedlich ist. Genau, und für Jungs gibt's. René, hilf mir. Ich habe zum Teil mit Kleipni angefangen gehabt, zum Beispiel. Kleipni ist auch eine sehr, sehr interessante Reihe über einen jungen Menschen, der sich ähnlich wie der Hulk in ein Monster verwandeln kann. Das ist dann eine Art Teddybär-Maskottchen, das bestiegen werden kann. Also Personen können in ihn reinsteigen und die Kontrolle über ihn übernehmen. Und da gibt es jetzt in diesem Anime eine junge Frau, die mordlüstern ist und somit versucht, eine Begebenheit aus der Vergangenheit auch wieder aufzuklären. Die rennt dann halt mit den Bären, mit diesen Maskottchen rum und versucht dann halt die Schwester zu finden, die die Familie auf dem Gewissen hat. Es ist schwer zusammenzufassen, man muss es einfach lesen. Es macht Spaß vom ersten Band bis aktuell den vierten. Macht auf jeden Fall Spaß. Und da springt mich natürlich gleich der Riesenvorbau der Protagonistin an, schätze ich mal. Ist das auch für die Reihe üblich? Das ist leider für das Anime- und Manga-Segment so üblich. Weil alles, was für die Jungs geschrieben und gezeichnet ist, hat leider auch gerade solche Vorbauten mit dabei. Das muss ja nichts Negatives sein. Also ich meine grundsätzlich, es gibt da Vor- und Nachteile, glaube ich, schon. Ja, es gibt auch Mangas, die gezeichnet sind, die nicht über solche Vorbauten verfügen. Also es gibt dann auch normalere Sachen. Es ist üblich tatsächlich in solchen Manga, dass die meisten Frauen sehr große Oberweite haben, aber es gibt mindestens ein Mädchen, die Körbchengröße AA hat und die leidet dann darunter, dass die ganzen Kolleginnen und Freundinnen alle so große Brüste haben und sie selber aber nicht. Und das ist irgendwie immer so eine Nebenstory in diesen Mangas. Das ist ganz lustig, wiederholt sich ständig. Ja, das Frauenbild ist ja, glaube ich, dann auch so ein Thema, über das man jetzt eigentlich stundenlang reden könnte. Das war, glaube ich, in der letzten Comic-Szene war auch ein großes Thema. Ja, super. Dann schon mal vielen Dank für eure Einblicke hier in die Welt der Manga, die ich persönlich mega interessant finde, aber glaube ich, wie viele andere draußen einfach häufig auch nicht die Zeit finden. Aber wer hier vor diesen riesen Regalen steht, der wird da garantiert auch was finden, in das er mal einen Blick werfen kann. Vielen Dank. So, wie das beim Telestammtisch eben so üblich ist, da ergeben sich manchmal auch Veränderungen. Das bedeutet also, dass uns leider Steffen und Kathi aus zeitlichen Gründen bereits verlassen mussten. Ich danke vielmals für deren Teilnahme. Ich habe mich bei denen verabschiedet und ihr findet auch bereits erste Fotos online, wenn ihr also unseren beiden Accounts folgt. Auch die Projekte von den beiden verlinke ich natürlich in den Shownotes. Und nachdem wir jetzt hier gerade eine kleine Runde gedreht haben über die Comicwand, die hier steht, über die Comicregale und uns über verschiedene aktuelle Serien, insbesondere eben auch aus dem Manga-Bereich und auch aus einzelnen deutschsprachigen Verlagen unterhalten haben, sitzen wir jetzt in einer kleinen Abschlussrunde. Und lass uns nochmal so ein bisschen sacken alles. Beiden hatten vorhin ein Thema angesprochen, das ich immer noch ganz spannend finde. Und zwar die Frage, und da wird Ed gleich anfangen, an mir rumzuwirken, Bibliotheken. Und insbesondere die Frage, wie Kids eben an so Bibliotheken, also an Comics kommen und ob da Bibliotheken ein Einstand sein können. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wie wir hier sitzen, habt ihr jemals in einer Bibliothek ein Comic in die Hand genommen oder gar ausgeliehen? Ja? Einmal. Das war aber auch nur Zufall, weil ich mit meiner besten Freundin in die Bibliothek bin und da habe ich zufälligerweise Jack of Fables gefunden, aber das war in meinen 33 Jahren das erste und einzige Mal. Okay. Aber ansonsten auch nicht so, oder? Also ich auch nicht, muss ich ehrlich zugeben, aber ich weiß halt, dass es dort einiges gibt an Comics, weil wir auch selber schon an die Bibliothek geliefert haben, also nicht mit Planet Comics, aber mit Comic Attack damals. Und ich finde das aber nicht schlecht. Also ich finde, wie gesagt, jeder Zugang zu Comics, egal ob das jetzt Bibliothek ist oder Verkauf, finde ich einfach gut und auch wichtig, um eben das Medium Comic beliebt zu machen und bekannt zu machen. Deswegen wüsste ich jetzt nicht, warum ich da ein Problem mit hätte. Also ich finde das gut. Ja. Ja, also steht da das Medium und deine Liebe zum Medium im Vordergrund und weniger der Unternehmen. Ja, natürlich. Also klar, also es geht ja auch darum, das Medium-Comic irgendwie bekannt zu machen. Also der finanzielle Aspekt, klar, muss ich halt natürlich auch irgendwo tragen, die Geschäfte, ne? Und auch
die Comics an sich, dass die produziert werden, verdienen ja eine ganze Menge Leute dran, ne? Der Autor, der Zeichner, der Verlag, dann die Zwischenhändler und wir. Und klar spielt Geld auch eine Rolle, natürlich. Aber so ein, ich sag mal, wenn man sein Hobby zu einem Beruf macht, wie das spielt, also wird man jetzt nicht unbedingt reich davon. Das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern man hat halt Spaß dran, man hat Spaß an den Leuten, an den Kunden, man unterhält sich gern über das Thema. Da ist für mich natürlich auch die Bibliothek ein guter Ort, um an Comics ranzukommen und sich darüber zu unterhalten. Also es geht um das Medium. Das ist cool, du hast gesagt, du hast die Bibliothek beliefert, die bestellt das bei euch dann und haben Neuware bestellt. Also die hatten Neuware bestellt, genau. Also die gute Frau, die dafür zuständig war für die Bestellung, wollte natürlich auch eine Beratung haben, weil sie sich dann auch ein gutes Bild machen konnte. Was ist jetzt für eine bestimmte Altersgruppe zu empfehlen und was nicht. Und dann hat sie die Erstbestellung aufgegeben, genau. Was jetzt, die beziehen natürlich auch über Verlage, das weiß ich auch. Also wir waren jetzt nicht die einzigen Lieferanten für Comics und ich habe mir das dann auch mal angeschaut dann dort vor Ort und da waren natürlich noch viele, viele mehr. Die hin und wieder so einmal im Jahr kam dann eine Bestellung rein, ja. Cool. Ja. Das ist cool. Genau. Ich habe eine fiese Frage noch. Ja. Die ist super fies und schneidet auch was an, was du vorhin auch angesprochen hattest und ich glaube, das ist auch gut, wenn man mal die Kunden wieder quasi mit ins Boot holen möchte. Das Thema Buchpreisbindung. Mhm. Das ist von angesprochen und es gibt zum Beispiel auch ein ganz tolles Interview von den Podcast-Kollegen von Das Alles, die die Buchhandlung Ziegelstein und Inhaber da interviewt haben, jetzt auch schon zum zweiten Mal. Da geht es unter anderem um den Buchmarkt und das Thema eben Buchpreisbindung. Also für die verkaufende Zunft ist diese Buchpreisbindung in Deutschland natürlich ein Traum, dass eben auch gerade sowas wie Marktmächte online, große Online-Händler natürlich dann an dieselben Preise gebunden sind und der Endkunde da letztlich hier im lokalen Geschäft sogar noch den Vorteil der Beratung ja zum Beispiel auch hat. Andererseits ist für den Endkunden auch mega verlockend, irgendwo günstige Schnäppchen mitzunehmen, insbesondere Digital-Comics zum Beispiel, also eben nicht nur Comixology, sondern eben auch die Humble Bundles, da gibt es ganz viele Sachen. Ich kann eben ein konkretes Beispiel nennen, wir hatten vorhin kurz über Black Hammer gesprochen, eine herausragend gute Serie, die aber, was kostet die im Hardcover? Das sind bestimmt 20, 25 Euro. Ja, ja, stimmt. Genau. Ja. Ich habe den für $2.50 auf Comixology gekriegt. Als digital. Als digital. Als digital in Comixology. Ja. Und habe natürlich da nichts in der Hand und kann den eben auch nicht wiederverkaufen, was ich zum Beispiel so kann. Aber ich finde, das ist ein, also als Endkunde kriegt man schon wahnsinnig geile Angebote im Netz oder auch so. Ist das für euch ein Thema? Ist das zum Beispiel auch jetzt für euch jetzt hier als Stammkunden vom Planet Comics, was wo ihr denkt, ja, also ich nehme dann schon auch mal so einen Schnapper mit, wenn ich ein Angebot kriege oder gehen für euch andere Sachen vielleicht vor? Also ich hätte gerne immer Bücher zu Hause. Ich bin kein Fan von digitalen Ausgaben. Ich brauche was in der Hand, ich möchte was fürs Regal, deswegen interessiert mich solche Angebote eigentlich eher weniger, sage ich mal. Was verlockend ist, ist zum Beispiel so eine Bring and Buy Ecke, wie sie gerade hinter mir steht. Dieses kleine Regal, wo Leute, die ihre Comics nicht mehr weiter verfolgen wollen, hierher bringen und günstiger verkaufen. Sowas nehme ich dann zum Beispiel auch gerne mal in Anspruch. Bis jetzt leider noch nichts da drin gefunden. Wie sieht das bei dir aus? Ist bei mir genauso. Ich bin froh, dass es hier den Laden gibt. Ich habe mir wirklich den Rücken krumm gebuckelt, als ich aus meinem Keller, wo 2000 Comics lagern, ein bisschen hier was herbringen konnte für die Leseecke und Bring und Buy. René und ich sind aber auch eine andere Generation, das muss ich auch dazu sagen. Ich habe es mit Digital-Comics versucht. Ich habe nichts in der Hand. Ich muss, wenn ich näher ran will, immer rumzoomen, rumklicken und so weiter und so fort. Den Comic kann ich mir näher ans Auge halten und ich liebe den Geruch von frisch gedruckten Comics. Den kann mir der Bildschirm nicht geben. Aber wäre ich 12 Jahre alt und ich hätte meine ersten Erfahrungen mit Digital-Comics gemacht, würde ich dabei bleiben, wenn ich jetzt auch 33 wäre. Gut, vor 20 Jahren gab es das nicht, aber wäre ich heute 12 und in ein paar Jahren würde ich vor der Wahl stehen, kaufe ich mir zu 40 Euro, was weiß ich, Aldebaran beispielsweise. Mhm. Oder hier für 25 Euro Black Hammer. Oder gucke ich irgendwo im Internet, wo es das gibt, Deutsch oder Englisch, wäre mir dann ja auch Schnuppe, da würde ich sagen, ey, her mit dem billigen Zeug aus dem Internet. Mhm. Und bei Buchpreisbindung ist, oder bei der Preisbindung generell ist ja auch so, der Endkunde, und das hat man auch in der Vergangenheit immer wieder gesehen, wenn die Preisbindung wegfällt, der scheißt auf Service. Also wenn es da wo es am billigsten ist, wird es gekauft, egal wie gut der Service vor Ort ist. Und dann wäre das auch der Untergang für die Lokale wie hier.
Mhm. Deshalb, ich bin ein großer Fan auch von der Preisbindung, weil ohne die würde eines meiner größten Hobbys wegfallen. Ich bin froh, dass es überhaupt einen Comicladen hier in der Stadt gibt, weil ich komme aus einer kleinen Stadt. Da weiß ich nicht mal, ob es außer mir überhaupt noch andere Comicleser gibt. Und wenn es hier keinen Laden gäbe, ich müsste es mir ständig online bestellen, dann darf irgend so ein armer Postbote für einen Hungerlohn sich ständig den Buckel krumm schuften, um mir das zu liefern, weil dann würde ich mir auch jedes Mal ein paar Kilo bestellen und nicht nur einzelne Hefte. Und da sage ich mir auch, da bestelle ich es mir lieber hier. Ich umgehe das alles und am Ende bin ich als Kunde, der das in der Hand haben möchte, auch glücklich. Mhm. Ja. Wie sieht das aus, Ed? Hast du häufig Kunden, die dann reinkommen und sagen, oh, das ist aber teuer? Eigentlich gar nicht, nein. Also es gibt ja auch an den Preisen nichts zu diskutieren. Die stehen drauf und sind fest und da kann ich auch nicht handeln. So, ne? Also, es ist ganz, ganz selten mal irgendwie, dass mich dann jemand fragt, irgendwie machst du einen runden Preis draus, wo ich dann sagen muss, nee, darf ich nicht. Habe ich für auch bei den Verlagen unterschrieben, dass ich mich an die Buchpreisbindung halte und da gibt es eigentlich keine Diskussion. Und also ich weiß, dass es ja schon mal Diskussionen innerhalb von Deutschland gab, die Buchpreisbindung irgendwie aufzugeben. Letztes Jahr, glaube ich. Aber ich denke, das ist schon noch ein sehr hohes Gut, wo Deutschland einfach dran festhalten wird. Ganz einfach, weil man es ja auch sieht, wie es in den USA ist, dass da ganze Buchhandlungsreihen einfach verschwunden sind. Ne? Weil Amazon natürlich immer günstiger sein konnte. Und das wird meiner Meinung nach ganz einfach nicht passieren. Weil das ein schlechtes Beispiel gerade ist, was man sieht, was passiert, wenn man das macht. Und das, also da habe ich eigentlich weniger ein Problem. Okay. Würde ich sagen. Na, das ist schön zu hören. Und die Sache mit den E-Books muss ich auch sagen, dass, also man hat ja für Deutschland auch gedacht, irgendwie, dass das hier zündet. So richtig hat es aber nicht funktioniert. Also die Deutschen greifen trotzdem immer noch mal lieber zu einem Buch. Und bei Comics ist es ja nochmal eine Nummer weniger, weil ich glaube auch, so wie es bei René ist und auch bei Thomas, die sammeln halt auch gern. Die wollen halt auch gerne das Comic dann zu Hause im Regal stehen haben und sieht ja auch cool aus, wenn man da so schöne Reihen hat. Ich denke, das spricht halt auch für das gedruckte Comic einfach, dass das gegenüber dem E-Book immer weiter und auch besser bestehen wird. Das ist ja auch immer so ein Ding, ist man Comic-Sammler oder nur Leser und versucht die Sachen dann wieder zu verkaufen. Kriegst du eigentlich häufig dann, weil du hast ja dieses Bring and Buy, habe ich jetzt gerade gelernt, ja. Kriegst du das häufig, dass Leute ihre Sammlung dann auflösen wollen oder haben die anderweitig schon ihre Sachen? Also wir müssen da natürlich auch mal ein bisschen limitieren, weil wenn da jetzt Thomas zum Beispiel mit seinen 2000 Comics aus dem Keller ankommt, das können wir natürlich nicht machen, ne? Das funktioniert so nicht. Wir gucken, dass es so 10, maximal 15 Artikel pro Person sind, stellen die dann so ein, zwei Monate hin, gucken, ob das funktioniert. Im Zweifelsfall verlängern wir es dann einfach nochmal und wenn es dann gar nicht sich verkauft, dann geben wir das dem Kunden wieder mit. Aber so Stück für Stück funktioniert das jetzt mittlerweile schon. Also es geht immer mal was weg. Wir haben es auch, ehrlich gesagt, noch gar nicht promotet. Also wir haben es noch gar nicht veröffentlicht, dass wir dieses Bring and Buy hier haben, sondern das ist mehr oder weniger noch so Mundpropaganda und funktioniert eigentlich schon ganz gut. Ja, finde ich gut. So ein paar Reihen kennt man ja auch. Ja. Habt ihr da schon mal was reingestellt? Ja. Ja, gerade die Sachen von Thomas haben sich schon verkauft. Ja. Ne? Also ich hab hier Endzeit von Olivia Fiebig weggegangen. Das James Bond. Genau. Ja. Genau, Endzeit, James Bond. Das Geheimnis ist 22CV vom Salek Verlag. Das habe ich auch vor über 10 Jahren gekauft. Cooler Band, französischer Band, aber es steht irgendwann auch nur noch rum. Sieht zwar schön aus. Ich hatte früher mal ein Regal, der Hardcover von Watchmen, bevor der Film rauskam, für 50 Euro. Davor eine von Bret Hart unterschriebene DVD von seiner Karriere. Und das alles auf einem richtig schönen, edlen nice. Holzunterbau. Also das sah geil aus. Da bin ich auch stolz drauf, weil ich meine, gut, andere haben davon nichts, die können damit nichts anfangen. Das ist halt immer, was es einem persönlich gibt, aber ich fand's geil und das würde ich auch nie hergeben. Also Kingdom Come oder Watchmen, das sind so Bände, die, die,
vererbe ich eher an meine Enkelkinder, als dass ich die nochmal verkaufe. In der Hoffnung, dass sie die nämlich haben wollen. Darauf wollte ich nämlich noch kurz anstoßen. Was macht man dann mit dieser Riesensammlung? Ich meine, es gibt nicht wenige Leute, die dann irgendwann denken, oh, das ist mir jetzt zu viel, das muss ich verkaufen. Und ich muss von mir auch persönlich sagen, also die Anzahl der Comics, von denen ich der Meinung bin, ich muss sie behalten, ist wirklich überschaubar. Die kann ich an zwei Händen abzählen. Ganz vieles davon ist aus meiner Sicht nicht unbedingt nötig, dann noch ein zweites Mal zu lesen, weil der Must-Read-to-Read-Stapel ist noch viel zu groß, als dass ich die ein zweites Mal lesen könnte. Was macht ihr mit der Sammlung, wenn ihr mal echt die kaum noch halten könnt, die schweren Absolutbände? Also ich musste jetzt auch, als ich Fables angefangen habe, mich entscheiden, weil ich habe Lagerplatz gebraucht und habe gesagt, okay, ich stelle jetzt meine Konsolen um, vor allem die PlayStation 2 und die Wii U hat es erwischt, die habe ich an einen anderen Platz gestellt, wo ich sie, weil ich sie nicht mehr so oft brauche und habe dafür da Fables hingestellt. Mhm. Und auch mit einigen anderen Bänden, die inzwischen bei mir in der Wohnung auf dem Boden liegen, weil sich auf dem Schrank das schon bis zur Decke stapelt. Und im Keller, wie gesagt, ist auch irgendwann kein Platz mehr. Das ist halt das Problem, wenn man seit fast 30 Jahren Comics liest. Mhm. Das Problem ist halt, ich habe es gesammelt über Jahre hinweg. Und ich hatte schon im Jahr 2000 das Problem, was mache ich nach 8 Jahren Mickey Mouse lesen? Jedes Jahr kommen 50 davon raus, da sammelt sich was an. Letzten Endes habe ich es weggeschmissen und bereue das bis heute. Mhm. Weil ich denke, vielleicht gibt es ja jemanden, der es doch liest oder in Erinnerung schwelgt. Aber die Leute muss man erstmal finden. Das ist halt das Erste. Und das Zweite ist, wie du schon selber gesagt hast, das, wo ich wirklich sage, das gebe ich niemals her, wie Watchmen, Kingdom Come, Fables oder auch Universal War One. Das hält sich in Grenzen, nimmt nicht viel Platz weg, aber dafür bleibt halt auch ganz viel übrig, was so viel Platz wegnimmt, was 10, 20 Jahre alt ist, wo ich nie jemanden finde, der mir das abkauft. Tut doch ein bisschen weh, oder? Hier so ein bisschen da so zwischen den Nippeln. Ja. Schon, oder? Ich finde das nämlich mega spannend irgendwie dann auch. Wohin mit der Sammlung? Hast du eigentlich eine große Privatsammlung, Ed? Ich habe nicht ganz so viel zu Hause, weil das man sollte auch als Comic Ladenbesitzer jetzt nicht sein bester Kunde sein, dann funktioniert das dann irgendwann auch nicht. Also ich kann halt hier immer mal so reinschauen und reinlesen ein bisschen. Ich habe ein paar Sachen, auch so ein paar Klassiker, die es halt so an sich auch nicht mehr gibt. Das habe ich natürlich zu Hause aufgehoben, ja. Okay, aber gibt es keine Sammlung, die du bei jedem Umzug hin und her schleppen musst? Also keine todbringende Kiloweise? Ja, also ich meine, jede Kiste Comics, die man hat, ist halt irgendwie eine Kiste zu viel, die man schleppen muss, klar. Ja. Aber ich denke mal, es hält sich noch in Grenzen. Mhm. Ja. Okay. Nummer 3, wie sieht es bei dir aus? Was macht deine Sammlung in 30 Jahren mit dir oder du mit ihr? Meine Sammlung in 30 Jahren, soweit denke ich gar nicht in die Zukunft. Ich sammle. Was ich übrig habe, kommt dann erstmal in Kartons. Die stehen teilweise unterm Bett, schön verstaubt, ja, da wo es nicht jeder gleich am Anfang sieht. Schade ist eigentlich, oder? Ja, das ist schon schade. Aber man will sich nicht von trennen, das ist es halt. Mhm. Ich möchte jetzt nicht sagen, ich bringe jetzt meine Harley Quinn-Sammlung zum Beispiel, die ich sehr, sehr mag, bringe ich jetzt nicht irgendwo hin und verkaufe die wieder. Also ich möchte das einfach nur behalten, weil irgendwie sehr viel Zeit darin auch geflossen ist. Ich habe die gelesen mehr als einmal und ich möchte die nicht einfach jetzt so sagen, nimm du sie und ich möchte sie nicht mehr haben. Also ich hänge sehr an meinen Comics. Alles klar. Ja, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Ed, vielen Dank auch, dass wir heute beide sein durften und uns mal ein bisschen den Magen vollschlagen. Ja. Große Empfehlung, wenn ihr in der Region seid, insbesondere Erfurt und Umgebung, dann guckt da mal rein. Nicht nur, dass ihr alle sympathisch sind, wie gesagt, das Frühstück schmeckt auch. Vielen Dank für eure Zeit. Je nachdem, wann das hier veröffentlicht wird, glaube ich, braucht man nicht mehr frohe Weihnachten wünschen, aber auf jeden Fall schon einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dann, ciao. Ciao. Ja, tschüss, vielen Dank auch. Einen Special-Gast, den habe ich jetzt nur ganz zum Schluss quasi als Bonus-Track mit dabei. Jemand, der zur Familie gehört und der, glaube ich, mega viele Comics liest. Jemand, der mir auch ein Stück weit ein Vorbild ist, weil ich in dem Alter noch keine Comics gelesen habe. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du? Hallo, ich bin der Yannick. Du bist der Yannick und liest jede Menge Comics, oder? Und Manga vor allem auch. Ja, ich lese zurzeit den Manga Yokai Watch. Mhm. Was ist das für ein Manga? Worum geht's da? Es geht da um einen Jungen, der in die Welt der Yokai eintritt. Und Yokai sind Wesen, die normalen Menschen nicht sehen können. Nur mit einer Uhr, die nennt sich Yokai Watch. Mhm. Ja, und die Yokai richten halt viel Unsinn an. Mhm. Was gefällt dir da besonders dran an der Reihe? Na, ich find's halt lustig, wie die Yokai aussehen und ist halt auch spannend und interessant.
Wie oft kommen die raus? Wie oft kannst du das lesen? Also ich bin im Moment bei Band 3. Ich glaube, es gibt 11 Bände, bin mir aber nicht sicher. Ja. Cool. Und hast du die Manga auch schon mal irgendwelchen Kumpels und Kumpelinen, also Freundinnen und Freundinnen empfohlen? Oder machst du das eher so für dich? Ich habe erst neulich damit angefangen. Ich habe vor ein paar Jahren, glaube ich, mal so die Leseprobe gelesen. Und hier im Laden gab es das halt mal. Mhm. Und dann habe ich das mal ausprobiert und eigentlich ganz okay. Sau cool. Und wem würdest du das empfehlen? Also würdest du das wirklich, keine Ahnung, irgendwie Jungs empfehlen, Mädels empfehlen? Ja, ich würde es meinen Freunden empfehlen. Es ist halt, wie gesagt, spannend, lustig, interessant. Mhm. Ja, ich würde es meinen Freunden empfehlen. Sau cool. Ja, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Empfehlung und vor allem noch viel Spaß, ne? Bis dann, ciao. Ja, tschüss.